Da warte ich noch ganz kurz, bis Silvia wieder sitzt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es war doch jetzt etwas energiereicher gerade eben. Ich habe jetzt nur den Schluss erlebt, aber ich glaube, da merkt man schon, auch über die Themen kann man sich noch sehr kontrovers austauschen. Jetzt ist unser Ziel, nochmal den vorletzten Tagesordnungspunkt, also die abschließende Diskussion dieser Atomtage, hinter uns zu bringen, hätte ich fast schon gesagt, aber es geht nochmal darum, jetzt mal, wir haben drei hochkarätige Gäste eingeladen dafür, nämlich zum Thema Forschung für die Vergangenheit, ist ein Fragezeichen drin, also eine offene Frage erstmal, die vierte Generation Atomreaktoren und auch das Motto dieser Atomtage ist ja Atomkraft forever, das heißt, geht's weiter, wie geht's weiter, ist ein Ende gesetzt, man hat ja auch wieder in dieser Diskussion gemerkt, es gibt da sehr divergierende Meinungen, auch im Bundestagswahlkampf hätte ich mir jetzt nicht erdacht, dass das Thema so um die Ecke gerade wieder ein bisschen hereinkommt, aber es gibt ja auch ein paar Unterstützerinnen in einem Zukunftsteam, einen vermeintlichen, die meinen, dass die Atomkraft doch gar nicht so schlecht war und man hätte durch diese doch noch mal etwas länger laufen lassen müssen, von daher bin ich ganz gespannt und auch diese Wahl könnte ja noch dazu beitragen, dass wir in Zukunft dann wieder uns auf die erneuerbaren Energien konzentrieren. Jetzt geht es bei mir erstmal drum als Moderator. Mein Name ist Alexander Salomon, ich bin Landtagsabgeordneter der Grünen hier in Karlsruhe, einer von beiden. Bin der Sprecher meiner Fraktion für das Thema Wissenschaft, Forschung und Kunst und auch dort der Arbeitskreisvorsitzende. Ihnen die drei Personen, die jetzt später mit mir nachher oben diskutieren werden, etwas näher zu bringen. Sie werden einen kurzen Vortrag jeweils halten. Danach können Sie sich oder währenddessen können Sie schon mal gedanklich Ihre Fragen aufschreiben, weil wir möchten natürlich, dass Sie dann auch die Fragen wieder stellen. In kurzer Form, ich sage es schon mal vorab, geordnet auch, dass wir das Ganze hinbekommen. Beginnen werden wir, haben jetzt keine Reihenfolge ausgelost, mir wurde auch keine zugetragen. Ich würde jetzt einfach mit Hans-Josef Fell beginnen, der für uns da ist als Präsident der Energy Watch Group. Er war auch beteiligt an der... ich bin richtig in der Reihenfolge, super. Ich habe die damals nur auf dieses Flyer drauf gemacht, weil ich dachte, naja gut, ich bin in der richtigen Reihenfolge, Gott sei Dank, ersten Fehler umgangen. Er war beteiligt an der Verfassung des Erneuerbaren Energiengesetzes im Jahr 2000, war 8 Jahre Sprecher für Energiepolitik, ich enttarne ihn da nicht, ich habe schon auf der Präsentation gesehen, das steht auch so ein bisschen da drauf, dass er in der Grünen Bundestagsfraktion war und er ist ein bekanntes Gesicht der Atomtage, war auch schon mal hier dabei, ist glaube ich im Bereich erneuerbare Energien ein Mann, der so bekannt ist, den muss man nicht weiter vorstellen. Deswegen gebe ich ab, Hans-Josef, es ist deine Bühne, du darfst kurz deine Präsentation machen, vielen Dank. Ja, danke Alexander für die nette Einführung. Danke Silvia für die Einladung. Ich bin wieder gerne gekommen. Wir haben ja so viel gemeinsam im Deutschen Bundestag gemacht. Und ich will an der Stelle vor allem mal an eines erinnern, unser gemeinsames Erlebnis in der Umweltausschusssitzung, wo die Union die Laufzeitverlängerung der Atomkraft durchgesetzt hat. Für uns ein bleibendes Erlebnis, weil es in einer Art und Weise geschehen ist, die ich nicht für möglich gehalten hätte, wie man mit der Demokratie eines gewählten Gremiums umgeht. Es ist nie üblich, dass der Geschäftsführer einer Bundestagsfraktion in eine Ausschusssitzung kommt. In dieser Ausschusssitzung war der Geschäftsführer der CDU-CSU-Bundestagsfraktion dabei, hat wie ein Schießhund aufgepasst, dass nur ja die Laufzeitverlängerung durchgezogen wird. Sie können vielleicht ahnen, wer das war. Peter Altmaier. So viel zu seinen Äußerungen, er wäre jetzt für erneuerbare Energien und vieles andere mehr. Nein, wir haben da sehr viele Erlebnisse gehabt, gemeinsam, toll zusammengearbeitet. Und ich bedauere für Deutschland, dass du dann nicht nur im Bundestag sein kannst, denn dieses Wissen über die Atompolitik und vieles mehr wird fehlen im Deutschen Bundestag. Das haben wir ja gerade auch über diesen historischen Abriss, der auch mich nochmal fasziniert hat, viele Erinnerungen wiedergebracht hat, nochmal klar gemacht, was da alles passiert ist, was alles geschehen ist. Die Lüge, die Verborgenheiten, das Vertuschen, die
Lobbyismus, Sachen für ganz andere Dinge, nämlich für die Bombe, die man aber nie nannte und sonst was. Das muss man immer wieder sagen. Vor allem auch, und damit will ich auch beginnen, wenn wir über die vierte Atomreaktoren-Generation reden, vor allem auch in Bezug auf Klimaschutz. Und das verbinde ich sofort. Denn die einzige Legitimation, die die Atomlobbyisten heute uns immer wieder versuchen klarzumachen und wo sie alle Gefahren der Atomenergie ausblenden, nicht darüber reden wollen, nichts, heißt immer, aber die Atomenergie ist doch ein Beitrag zum Klimaschutz. Mit alleine einzig diesem Argument wird wahnsinnig viel Propaganda gemacht, wieder für die Atomenergie und nicht nur Propaganda. Forschung massiv unterstützt und vieles mehr. Und deswegen muss man es einordnen in diese Frage, wie das mit dem Klimaschutz wirklich aussieht. Und, das fang jetzt gerade zum Schluss in dieser Diskussion auf, gibt es da nicht auch Parallelen zum Klimawandel? Ja, die gibt es. Und zwar massiv. Kann ich mal die nächste Folie haben? Es war das Leugnen dessen, was auf uns zukommt, obwohl die Wissenschaft alles klar gewusst hat. Wie schlimm es mit dem Klimawandel kommen wird und wie schnell es kommen wird. Wie schnell wir diese Stürme und diese Schäden und alles mit dem Klimawandel bekommen können. Und alle haben es wissen können. 1994 hat das Umweltberatungsgremium der Bundesregierung an Frau Merkel einen Bericht übergeben, wo drin stand, wenn wir so weitermachen, dann wird es 2020 etwa 420 ppm Kohlendioxid in der Atmosphäre geben und dann wird es kein Zurück mehr geben. 1994 an Frau Merkel. Wissen Sie, wo wir heute stehen? Kurz vor 420 ppm. Die Schäden werden massiv sein. Alle haben es wissen können, dass so etwas kommt wie im Ahrtal und anderes. Und was hat die Menschheit gemacht? Es vertuscht, verdrängt, hat gesagt, wir müssen da mal ein bisschen Emissionen reduzieren. In Wirklichkeit haben sie sie immer gesteigert. Statt dass sie mal in den Mittelpunkt rücken, Schluss mit den Emissionen, Atmosphäre ist zu voll, aufhören damit. Wir müssen die Null-Emissionstechnologie in den Mittelpunkt rücken und eben nicht irgendwelche Reduktionen nach vorne treiben. Und so kommt es eben. Und das Ahrtal wird auch in Deutschland nur eine erste Vorahnung sein. Täuschen wir uns nicht. Die Forscher haben recht. Es wird schlimmer, häufiger und heftiger kommen. Und das wird auch uns treffen. Und wir sehen, wir stehen bereits bei 1,2 Grad Celsius Welterwärmung, wollen bei 1,5 Grad Celsius stoppen. Das ist das erklärte Ziel von Paris. Aber inzwischen sagen uns die Forscher von der WMO in Genf oder von der NASA oder andere, wir können es nicht mehr verhindern, 1,5 Grad Celsius. Das wird 2030 überschritten sein. Wir müssen diesen Fakten ins Auge schauen, so wie wir auch den Atommüllfakten ins Auge schauen, hätten viel früher ins Auge schauen müssen. Nächste Folie. Und so kommt eben dann auch in den Mittelpunkt, dass all das, was so politisch auf hoher Ebene beschlossen wurde, nicht mehr tauglich ist, um das zu schaffen, was wir eigentlich wollen, nicht den Einstieg der Menschheit in eine unbeherrschbare Heißzeit. Und die politischen Beschlüsse, die da gemacht werden, 2050 Klimaneutralität auf EU-Ebene oder 2045 auf der Ebene Deutschlands, nachdem das Bundesverfassungsgericht den Politikern ins Gewissen geredet hat und gesagt hat, ihr schützt nicht die kommenden Generationen, haben sie es 5 Jahre vorgezogen. Die Untauglichkeit, nein, das nützt alles nichts mehr. Diese Ziele sind der Weg in die unbeherrschbare Heißzeit der Erde und das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Und was soll da die Atomenergie drin spielen? Kann sie da irgendeine Chance haben? Wenn wir eigentlich in Wirklichkeit, das wollte ich noch herauskitzeln nach unseren Forschungen mit der Energy Watch Group, ein internationales Netzwerk von vielen Klimaforschern und Energieforschern und anderen, wenn wir wirklich noch eine Chance haben wollen, den Weg in die unbeherrschbare Heißzeit zu verhindern, muss die Welt 2030 mit allen Emissionen aufhören und möglichst viel
Kohlenstoffsenken schaffen. So, und in dieses 2030 keine Emissionen mehr machen, ordnen wir jetzt mal die Kernenergie ein. Die vierte Generation, die dann vielleicht in 40 Jahren mal kommen soll und uns Emissionen reduzieren soll. Wir haben mal mit der Energy Watch Group ausgerechnet, was bräuchte man denn für Atomreaktoren, wie sie heute typisch sind auf dieser Erde, um 10% der Welttreibhausgasemissionen bis 2050 zu reduzieren. 10% bis 2050. Da schauen Sie mal, wir haben angenommen, dass was eigentlich schon irreal ist, dass nämlich in 9 Jahren ein Reaktor gebaut wird. Völlig irreal. Und dann beginnt man so kurz vor 2030 mit den jetzt geplanten. Und dann müsste man eben 2184 zusätzliche Reaktoren auf der Erde bauen. Alle paar Wochen ein neuer müsste ans Netz gehen. Dann reduzieren wir bis 2050 10% der Treibhausgasemissionen. Was soll diese Idiotie? Wir werden nie das Uran und Thorium auf der Erde haben, alleine nur um die zu füttern. Und die schnellen Brüder werden auch nichts hergeben. Atomenergie ist ein Fake, hat nichts mit Klimaschutz zu tun und damit auch nicht die ganze Forschung der vierten Generation. Und vor allem, sie hat gar keine Chance. Viel zu teuer. Inzwischen nicht nur wegen den Schadenskosten, den externen Kosten, die wir alle über Steuergelder, wenn überhaupt, sie bezahlen, sondern auch über die reine Ökonomie. Was kostet denn die Stromerzeugung aus Atom, übrigens auch aus Erdgas und Steinkohle, in etwa heute bei 100 Euro die Megawattstunde. Windenergie, 60 Euro heute, mit fallender Tendenz in den nächsten Jahren. Solarenergie, 30 Euro die Megawattstunde. Sonne und Wind sind mit Abstand die billigste Art der Energieerzeugung geworden. Was sollen wir mit diesem Quatsch der schmutzigen fossilen und atomaren Energien? Sie sind sowieso viel zu teuer. Auch das muss in die Köpfe, bevor da immer wieder behauptet wird, wir bräuchten sie aus ökonomischen Gründen oder anderen. Und diese nukleare Renaissance, die ja mit der vierten Generation kommen soll, aber mit der dritten Generation ja schon 1990 mit dem EPR eingerichtet wurde, ihr kennt das wahrscheinlich alles, muss ich nicht vertiefen, Olkiluoto, immer noch nicht am Netz. 2009 sollte es endlich Strom produzieren. Flammern will, immer noch nicht am Netz. Gott sei Dank, sage ich natürlich. Ich will, dass sie nie ans Netz gehen. Aber es ist absurd, mit Atomenergie irgendwas Nennenswertes Energiepolitisches noch zu machen. Weiter. Aber wir haben eine Rechtssituation in Europa, sozusagen das Grundrecht Europas neben dem Lissabon-Vertrag, den Euratom-Vertrag, 1957 in die Welt gebracht, der leider eine Rechtsgrundlage bildet, der Europa zwingt und damit die EU-Kommission und die anderen Einrichtungen Europas, eine mächtige Atomenergie in Europa auszubauen. Das ist Euratom. Immer noch in Kraft, nie abgeschafft. Völlig absurd. So einen Vertrag für Erneuerbare haben wir nicht. Auch nicht für andere Energieformen. Und ich kann nur empfehlen, die Organisation Plage in Salzburg, die viele werden sie kennen, haben vor kurzem eine Broschüre mal rausgebracht. Lest sie bitte alle, um mitzubekommen, welche absurden Rechtsgrundlagen wir hier in Europa haben, um die Atomenergie weiter zu pushen. Und ich kann nicht erkennen, dass Frau Merkel wirklich einen Atomenergieausstieg gemacht hat. Sie hat zwar gesagt, sie hätte verstanden, wie gefährlich diese Reaktoren sind und man könne sie nicht mehr verantworten. Aber warum kann sie denn die verantworten, die so 2, 3, 4, 5, 10, 20 Kilometer neben der deutschen Grenze sind? Warum hat sie denn nie was gearbeitet am europäischen Atomausstieg? Zum Beispiel abschaffen Euratom-Vertrag. Nichts, gar nichts. Bitte weiter. Stattdessen wird auch von dieser Bundesregierung
über den Euratom-Vertrag. Dort wird nämlich die Forschungsförderung und alles festgelegt. Da steht es drinnen, wie viel Geld man ausgibt. Und das wird übrigens nicht demokratisch legitimiert im Europäischen Parlament festgelegt, sondern intern von der EU-Kommission in Abstimmung mit den Regierungen und auch der deutschen Regierung. Vollkommen undemokratisch. Und das sind sie dann, die Forschungsgelder für die vierte Generation. Natriumgekühlte Reaktoren, wir haben gerade schon gesprochen drüber. Übrigens sind diese Reaktortypen vierte Generation alles Ideen aus vor 30, 40 Jahren. Das ist meist gar nichts Neues. Sie haben es noch nie hingebracht und jetzt gibt es erst recht viel Forschungsgelder, um sie irgendwo hinzubringen. Aber das Spannendste und Schlimmste dabei ist, sie wollen jetzt kleine machen. Small and Medium Reactors. Die kleinen Atomreaktoren, die man dann modular überall aufbauen kann, dezentral, naja, ganz so dezentral wie eine Solaranlage am Dach sind sie doch nicht. Immerhin 300 Megawatt Leistung. Aber das Schlimme ist, da haben wir dann, wenn sich das durchsetzt, tausende Terrorziele, die man alle gar nicht mehr richtig kontrollieren kann. Tausende Ziele für Terroristen, die es darauf absetzen, schlimmste Verwüstungen in einer bestimmten Gesellschaft zu machen. Schon alleine das ist unverantwortbar. Weiter. Ja, und das Ganze wurde natürlich unterstützt, vor allem auch hier in Karlsruhe. Hier ist das Zentrum der europäischen Forschung für neue Reaktorlinien. Es gab ein Forschungsprojekt Samoa, 2019 beendet. Und da ging es schon um die Sicherheit von thoriumbetriebenen Flüssigsalzreaktoren. Aber ein Ende der Forschung gibt es trotzdem nicht. Man sieht noch unten die Beteiligten, das ITU hier in Karlsruhe, das KIT, EDF, Areva und einige mehr, 11 Partner sind es. Joint Research Center heißt ja das ITU heute. Und nächste Folie bitte. Jetzt gibt es ein neues Projekt, Samofar, das noch mehr Geld gibt, das noch stärker diese Forschungen macht, wo das dann alles als Projektziel, heißt es immer, Erforschung und Sicherheit und Verhalten von schweren Unfällen von Flüssigbrennstoffen, darunter auch solche mit Thorium betrieben. Man muss eine Sicherheitsforschung nur dann machen, wenn man einen solchen Reaktor will. Wenn man ihn nicht will, braucht man auch keine Sicherheitsforschung machen. Die Sicherheitsforschung ist letztendlich aber dann die Grundlage, dass solche Reaktoren überhaupt genehmigungsfähig werden. Das heißt, das ist nicht nur Sicherheitsforschung, sondern es ist richtig Reaktorentwicklungsforschung. Und jetzt sind sogar mehr Partner dabei, 14. Offiziell heißt es sogar ohne China. Ja, machen wir nichts, kein Know-how-Transfer, gab es ja noch nie. Oder wie? Inzwischen, wir sehen es unten, China stellte im August experimentellen Thorium-Flüssigsalzreaktor in Shanghai fest und es gibt eine Kooperation mit dem SINAP-Institut, auch hier am KIT, mit China. Schon gewusst? Ja. Schon, ja. Ich sehe ja, hier gibt es die Experten. Wenn ich in anderen Stellen in Deutschland frage, nirgendwo. Und mit dieser internationalen Forschung für Atomreaktoren wird natürlich die nationale, die deutsche Nuklearkooperation vorangetrieben. Im Atomausstiegsland macht man internationale Kooperationen für die Entwicklung der Atomenergie. So viel zum Merkelschen Atomausstieg. Da haben wir die Brennelementefabrik in Lingen, ist eine Tochter von Framatom. Es gibt ein geheimes Investitionsprüfverfahren im Wirtschaftsministerium, Bundeswirtschaftsministerium, wonach der Einstieg von Rosatom geprüft wird. Die Russen sollen auch noch hier mitmachen, nicht nur die Franzosen. Wir haben die Framatom Professional School, hier
angesiedelt am KIT-Institut ITIS. Franzosen sind also hier auch sehr eng beteiligt. Mit China wird noch intensiver kooperiert. Es gibt jetzt am KIT eine Professur, gehalten von einem Chinesen. Großbritannien und Niederlande kooperieren mit RWE und Co., SMR der vierten Generation und weiter. Diese internationalen Kooperationen werden vorangetrieben. Warum? Kann man nur ahnen. Vielleicht doch die Atombombe. Und dabei, bitte weiter, hätten wir die Lösungen längst bei der Hand. 100% erneuerbare Energien sind zum Greifen nah. Wenn ich vorhin gesagt habe, wir müssen 2030 bei Null Emissionen durch sein in der Welt, dann muss im Energiesektor der Löwenanteil geschafft werden, denn der macht 60% aller Treibhausgas-Weltemissionen. Das heißt, die Umstellung auf 100% erneuerbare Energien ist der Kern des Klimaschutzes, der wichtigste Beitrag. Und wir haben mit dem Netzwerk unserer Wissenschaftler in der Welt, mit der Energy Watch Group, dabei ist Mark Jacobson von der Stanford-Universität in Kalifornien oder Tony Sieb aus Kalifornien, Andrew Blakers von der NU in Australien, Christian Breyer von der finnischen Universität in Lampinranta und einige mehr. Wir haben eine Erklärung gemacht mit dem Wissen, das diese Forscher alle zusammengetragen haben. Die sagen, es ist machbar, bis 2030 weltweit auf 100% erneuerbare Energien umzustellen. Alle Energiesektoren, nicht nur der Strom, auch Wärme, Treibstoffe, Industrieproduktion, alles. Es ist machbar, diese disruptiven Veränderungen, dass man Exponentialkurven im Ausbau von Solarenergie, Windenergie, Speicher und Wärmepumpen und Elektromobilität, alles, was man da braucht dafür, die sind machbar, die hat die Weltgemeinschaft schon oft genug gehabt, oder? Der Laptop hat ja doch 100 Jahre gebraucht, bis er die Welt erobert hat, oder? Wie war das? 10 Jahre. 10 Jahreszeiträume sind typische Industrierevolutionszeiträume. Aber es gibt eine Voraussetzung dafür. Wenn der politische Wille da ist, und der fehlt, unter anderem lobbyiert von der Atomwirtschaft, die das nicht will, 100% erneuerbare Energien. Wir könnten es machen. Nächste Folie bitte. Wir haben mit der Energy Watch Group jetzt auch mal Deutschland simuliert, technisch, ökonomisch. Können Sie alle auf unserer Homepage runterladen. Ist inzwischen wissenschaftlich peer-reviewed, also nicht irgendwie eine Simulation, sondern exakt wissenschaftlich nachvollzogen und veröffentlicht, auf Englisch veröffentlicht. 2030 100% Erneuerbare sind machbar. Natürlich nicht trivial, natürlich muss man Anstrengungen machen, natürlich muss man politische Bremsen lösen. Aber das kann man doch, wenn man will. Da steht dann zum Beispiel drinnen, dass man 80 Gigawatt Photovoltaik 10 Jahre lang ausbauen muss. Wissen Sie, wie viel man aktuell ausbaut? 5. Und dann denken viele Menschen, es geht doch nicht, wenn wir momentan 5 Gigawatt ausbauen, wie wollen wir denn dann in 2, 3, 4 Jahren 80 Gigawatt haben? Doch, man kann doch parallel 10 Fabriken nebeneinander stellen, aus denen dann der Output kommt. Was das für ein Wirtschaftsboost ist. Richtig stark. Wir können es machen. Wir brauchen die Atomenergie nicht. Wir können den Klimaschutz organisieren, aber nur mit 100% erneuerbarer Energien. Das muss in die Köpfe. Die Atomenergie ist rückwärtsgewandt, schadenbehaftet. Sie hat nichts mehr zu suchen in einer kommenden Welt. Sie muss sofort überall abgeschaltet werden und die Forschung für die Atomenergie hier vor allem auch in Karlsruhe beendet werden. Danke. Ja, lieber Hans-Josef, vielen Dank für das klare Statement am Anfang. Jetzt gehen wir rüber zum zweiten Vortrag, den wir haben von Jan-Christian Lewitz von Dual. Er kann sich ja ganz kurz vorstellen, selber Diplomphysiker. Da geht es darum, wie man auch mit neuen Generationen von
Atomkraftwerken, die nicht auf Brennstäben funktionieren sollen, sondern auf den zwei Flüssigkeiten, die zusammengemischt werden sollen, wie das funktionieren kann, wie das funktionieren soll, wieso wir das auch brauchen. Das kann er jetzt am besten selber darstellen in einem kurzen Vortrag. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Lewitz von Dual Fluid. Sie haben die Bühne. Vielen Dank. Ja, also, ist das an? Ja, okay. Ja, auch heute nochmal herzlichen Dank für die Einladung. Steht nur im Programm die letzten Atomtage von Silvia Kotting-Uhl. Ich weiß gar nicht, kann das sein, dass es weitergeht mit jemand anders dann? Oder? Okay, stelle ich später bei mir mal die Frage. Ich muss eine Korrektur machen von gestern. Dem Herrn Maillet hatte ich widersprochen, dass Fukushima, der Tsunami und der Ausfall der Diesel nicht im Restrisiko ist. Dann bin ich aber ins Bett gegangen und mit einem Mal wurde mir klar, doch, die Japaner haben das ja nicht im Design drin gehabt. Also es war nicht im Design, es war also Restrisiko. Und dann wurde ich richtig wütend, weil in Deutschland wäre das nie so möglich gewesen, aber er hatte an der Stelle recht. Ja? Und ich habe nur widersprochen, weil das für mich gar nicht vorstellbar war, dass sowas im Restrisiko ist. Also das, wie gesagt, also das wäre in Deutschland nicht möglich gewesen, aber er hat an der Stelle recht gehabt. Das muss ich mal korrigieren. Muss ich mich korrigieren. Jo, dann war hier die Dame von der, darf ich mir ihren Namen kurz aufschreiben, die Journalistin? Sie hatten vorhin gesprochen. Hatten Sie Ihren Namen gesagt? Ja, ich steige ja ein. Also gut, ich wollte mich mal danken für den Einstieg. Sind meine Folien, erste Folie ist schon da. Also im gedruckten Programm steht noch drin LTZ Consulting. Das war halt lange so, weil Dual Fluid Energy Incorporated gibt es erst seit Anfang des Jahres. Die wurden in Kanada gegründet, eben aus dem Grund, weil... Naja, ganz ehrlich, die Aussichten für Deutschland auch im Team nicht so groß eingeschätzt werden. Ja? Ich sage immer, ich möchte auch gerne Arbeitsplätze in Deutschland schaffen, also ich setze mich auch für Deutschland ein, aber die meisten im Team sagen, wir gehen dann nach Kanada. Okay, wie das sein wird, werden wir ja sehen. Gehen wir mal auf Folie 2. Ja, und da wollte ich mich bedanken bei Ihnen und auch beim Kollegen Hans-Josef Fell, dass immer über die Gefahren des Endlagers gesprochen wird und wie wir denn die Sicherheit über 1 Million Jahre garantieren können. Denn ich dachte, Sie hatten da auch von gesprochen. Dann bedanke ich mich nur bei der Dame hier, alles gut. Und aufs Klimathema wollte ich nicht eingehen, aber ich kann nachher noch ein paar Worte dazu sagen. Also, die Frage, wie soll 1 Million... Möchten Sie nachher noch gerne, können wir gerne auch widersprechen wie gestern. Wenn Sie das stört, müssen Sie ja nicht dabei sein. Also, wollte mich bedanken dafür, für die Sicherheit. Das ist nämlich der Punkt. Früher war ich ja fürs Endlager und habe gesagt, wir können das sicher machen. Und jetzt setzen sich die Grünen für das Endlager ein und ja, nun sind wir schon einen Schritt weiter und sagen, wir brauchen ja, wenn wir das umsetzen können, kein Endlager. Ja, und das beste Endlager ist kein Endlager, das ist eigentlich der Einstieg jetzt hier. Wir haben diese 27.000 Kubikmeter, die hatte der Herr Karnes auch vorhin schon in seinen Folien drin. Die stehen jetzt in den Standortzwischenlägern über die Bundesrepublik verteilt. Die stehen da sicher, die stehen da gut. Ich meine, wir können doch gerne nachher bei Fragen und Antworten darüber diskutieren. Ja? Vielleicht darf ich meinen Vortrag jetzt halten. Danke. Die stehen da. Die Anlagen werden abgeschaltet, wir haben das auch schon gehört, die Grünen, das sagte die Kollegin aus Frankreich gestern hier vom Betriebsrat. Die Anti-Atomkraft-Bewegung hat hier einen Sieg, das sind Sie, ne? Oder sehen Sie nur so ähnlich aus, die hat einen Sieg errungen. Nee. Das muss man einfach mal anerkennen. Ja? Ich will jetzt auch nicht die Öffentlichkeitsarbeit der Branche, in der ich selber tätig bin, jetzt loben. Ja? Ich habe da auch immer eine andere Meinung gehabt, muss man einfach mal anerkennen, wir haben jetzt diese Situation. So, jetzt ist aber die Frage, verbuddeln wir das Ganze oder machen wir damit was, dass es weg ist in relativ kurzer Zeit, in einigen hundert Jahren, dass es beseitigt ist. Und das ist eigentlich das Thema hier, ne? Das war meine Aufgabe jetzt hier noch vor einem Jahr, atommüllfressende Reaktoren, Fragezeichen. Jetzt habe ich dann irgendwie festgestellt, das Thema wurde auf Generation 4 geändert, da kann ich auch ein bisschen was zu sagen. Aber der Kernpunkt ist, wenn ich wieder auf Bewahrung der Schöpfung komme, das hatte ich Donnerstag schon gesagt, wir wollen keinen Müll, das wollen wir doch alle, wir wollen doch keinen Müll. Und die beste Sicherheit ist, wenn ich
das Gefahrenpotenzial so weit reduziere, wie das möglich ist. Und das soll mit dieser Technologie dann möglich sein. Ja? Ich lese Ihnen die Folien jetzt gar nicht vor. Die kommen doch nachher irgendwie ins Programmpaket mit rein, hier für die Teilnehmer, oder? Gehe ich davon aus. Dann können Sie das nachlesen. Ein paar Folien sind auch relativ klein gedruckt. So, also man kann die Energie, die noch in den Brennelementen drin ist, nutzen. Man kann sie transmutieren, umwandeln mit schnellen Neutronen und dann bleiben nur kurzlebige radioaktive Stoffe über. 90% wäre innerhalb der ersten 100 Jahre ohne die Grenzwerte abgeklungen und die restlichen 10% brauchen maximal 300 Jahre. So, und das ist ein überschaubarer Zeitraum, das ist ein bisschen länger als die Zwischenlagerung jetzt ist, aber dann sind die weg. Dann sind die weg, dann sind die ohne die Grenzwerte und es sind Wertstoffe am Ende über. Ich nehme mal die nächste Folie jetzt bitte. Genau. So, und jetzt gucken wir mal hier rein. Wir sind jetzt gerade da, da sind so Castor-Behälter, also Brennelement-Transport- und Lagerbehälter. Die stehen neben dem Kraftwerk im Zwischenlager. Das ist also die Ist-Situation. So, und wie wäre jetzt der Prozess in diesem Verfahren hier? Das wäre eine Rektifikation von Brennstoffchloriden. Das ist also keine nasschemische Aufarbeitung wie im alten Purex-Verfahren, sondern was ganz anderes. Ein Verfahren, was seit den 40er Jahren weltweit zur Titanherstellung genutzt wird, nämlich die fraktionierte Destillation von Metallchloriden zur Titangewinnung. Das ist erprobt, mehrere 10.000 Tonnen im Jahr werden da verarbeitet und das funktioniert. So, hier ist natürlich dann die Verteilung der Elemente anders, weil es hier ja kein Titan drin ist oder nur marginal, sondern im Wesentlichen Uran und Plutonium und andere Spaltprodukte, aber die Hauptbestandteile sind Uran und Plutonium, 96% Uran und ungefähr 3% Plutonium und 1% minore Actinide und Spaltprodukte auch noch. Das kommt auf der weiteren Folie nachher. Da steht sogar hier drauf, 96%, 1% Plutonium und minore Actinide und 3% Spaltprodukte. So. Wenn ich das im ersten Verfahren trenne, dann habe ich schon mal 96% Uran, was ich konventionell lagern kann. Und wenn jetzt jemand sagt, da ist vielleicht noch mehr als 0,7% Uran-235 drin, dann nehme ich das Uran aus der Anreicherung, die Tailings, die über sind, und tue die außen rum, dann bin ich im Querschnitt wieder unter den 0,7% und dann ist das wie Natururan. Wenn das denn sein muss, kann man das auch wieder vermischen, aber das empfehle ich natürlich nicht, das zu tun. Aber wenn man das will, dann vermischt man das wieder, habe ich wie Natururan oder weniger. So, und es bleiben dann 4% über, die ein Problem machen. Die kann ich dann erstmal schon entlagern, wenn ich das will. Und je nachdem, wie das Endlager designt wird, bin ich dann bis zu 20%, bis ein Fünftel. Und wenn ich sage, ich will gar kein Endlager haben, dann mache ich die Partitionierung, die Transmutationsanlage. Partitionierung ist schon das oben mit den Chloriden. Dann mache ich die Transmutationsanlage mit schnellen Neutronen. So, das gibt es noch nicht bei Aldi, aber ein Endlager haben wir ja auch noch nicht. Wir haben noch kein Endlager. Das hieß ja auch gestern, ich denke, der Herr Block hatte gestern schon gesagt, von wegen Papiertechnologie. Also wir sind genauso gut wie das Endlager. Ja? Und ich nehme mal jetzt die nächste Folie, bitte. Und jetzt sehen wir hier, warum. Warum sind wir? Endlagerforschung läuft schon lange und das hatten Sie gesagt, Herr Fell. Ja, jetzt ich korrigiere mich. Sie haben gesagt, da sind ja schon ganz viele alte Technologien dabei. Also, es gibt hier einen Technologienachweis für viele Prinzipien, die jetzt als Generation 4 verkauft werden. Ja? Ich muss hier keine Werbung für Generation 4 machen. Ich sage nur, der natriumgekühlte Reaktor, den gibt es seit den 50er Jahren. Wir haben vorhin gerade von der KNK-Anlage in Karlsruhe gehört. Es gab Phoenix, Super Phoenix, es gab in Japan Monju, ich glaube die BN-800-Anlage in Russland, die läuft. 1200 ist in Planung. Die Inder haben selber schnelle Brüter für ihren eigenen Brennstoffkreislauf. Die haben ja selber Kraftwerke entwickelt, weil Kando dann die Zuarbeit eingestellt hat. Aber das führt ja viel zu weit. Die gibt es, die Anlagen, und es gibt auch welche, die laufen immer noch. Very High Temperature Reaktor ist insofern interessant wegen der hohen Temperaturen bis 1000 Grad Celsius. Lead-Cooled Fast Reaktor war das Alpha-Class Submarine der Sowjetunion, schneller als die amerikanischen Torpedos. Daher ist das gut in Erinnerung zu behalten. Da hatten die Amis damals ein Problem damit. Die Russen forschen auch wieder dran mit dem Brest 300 Reaktor. Molten Salt Reaktor wurde auch erforscht in den 50er, 60er Jahren. Und Molten Salt und Sodium, also natriumgekühlter Reaktor, waren damals auch als Idee für einen Flugzeugantrieb. Ja, also viele dieser Entwicklungen kommen natürlich aus der Rüstung. Es hat sich aber der Druckwasserreaktor durchgesetzt als Atom-U-Boot-Antrieb. Der wurde dann eben auch an Land gebaut. Ob das gut ist, ja, kann man sagen. Also ich sage mal, es gibt Technologien dabei, die sind wesentlich besser geeignet. Ja? So. Oben sehen Sie dann die Fortschritte der Reaktorentwicklung. In Deutschland sind alles nur noch Generation 2 Kraftwerke.
Generation 3 haben wir nicht. Der EPR gehört zu 3, der AP1000, die russischen AES-Reaktoren, die koreanischen, die jetzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten bereits in Betrieb gegangen sind, gehören dazu. Also es gibt da schon welche weltweit, und zwischen 3 und 3 Plus ist der Unterschied nur wie Pilsner und Premium-Pilsner. Also es ist ein Marketing-Argument aus meiner Sicht. Gut, Generation 4 hatte ich schon was erzählt. Wir nehmen mal die nächste Folie, bitte. Okay, so, zu dieser Folie und der folgenden Folie will ich gar nicht, eigentlich gar nichts erzählen. Das wäre jetzt das Modell, oder ja, ich erzähle doch was, weil ich habe geguckt, der Herr Fell hatte 15 Minuten, also kann ich ein bisschen länger was erzählen. Wir haben einen ganz kleinen Reaktorkern, 3 Meter Durchmesser und 3 Meter Höhe, und da sind 3 Gigawatt thermisch drin. Das ist schon mal sehr interessant, weil um das heute aus einem klassischen Leichtwasserreaktor zu kriegen, ist der Kern wesentlich größer. Wesentlich größer, da ist vorgespannte Energie drin, die Wände haben 20, 30 Zentimeter Spezialstahl. Hier ist kein Druck drin, ja, weil das heutige, die Leichtwasserreaktoren haben 160, 170 Bar und 320, 330 Grad Celsius. Hier ist kein Druck drin. Aber 1000 Grad Celsius, ne? Das ist mal ein entscheidender Unterschied. Und die Online-Recycling-Anlage hier mit den Chloriden ist dabei. Wenn ich eine große Anlage habe, mache ich das online, mache ich es in der Anlage. Wenn ich eine kleine hätte, würde ich das dann woanders machen. So, und auch wenn Fragen zur Sicherheit sind, ich will da gar nicht drauf. Wir können nachher über die Sicherheit sprechen, wenn da Fragen sind. Machen Sie mal bitte eine weiter und noch eine weiter. Genau, jo, so. Und jetzt der entscheidende Punkt. Wenn wir kein Endlager wollen, wir sehen, da sind also noch... Erstmal, wie viel Energieaufwand habe ich für den Brennstoff, für die Brennstoffgewinnung? Ja? Ich habe den größten Teil für die Brennstoffversorgung. Wenn ich jetzt die abgebrannten Brennelemente nehme, ja, dann habe ich den Brennstoff ja schon. Ja? Das würde erstmal für ein paar hundert Jahre würde das dauern, bis das weg ist. Da ist der Brennstoff schon da. Und machen Sie noch einen weiter, bitte. So, und hier ist das Gleiche nochmal. Ich habe hier knapp 75% bis 80% in dem Brennstoffkreislauf an Kosten. So, das Geld ist alles schon ausgegeben, das steht jetzt im Zwischenlager, ja? Und macht uns das Problem fürs Endlager. 25 Milliarden sind jetzt fürs Endlager da. Ich sage, wir haben ein offenes Verfahren, lernendes Verfahren für die Zukunft. Ist die Frage, warum wird da nicht dran geforscht, diese Technologie weiterzuentwickeln? Ja? Die Schätzung für das Gesamtprojekt ist, das habe ich durchgesetzt, am Anfang war das ein bisschen kleiner, ich habe es 10 bis 20 Jahre, 10 bis 20 Milliarden. Dann steht die erste große Anlage, okay? Ja, weil es gibt immer gewisse Unsicherheiten, aber da muss das Geld halt da sein. Ich meine, im Moment geht das nur mit hier im kleinen Euro-Bereich, da muss ein bisschen Geld da sein, ja? Aber für die Endlagerung ist Geld da. Und wenn wir kein Endlager haben, kann man sich die fragen, will ich das verbuddeln? Will ich jetzt diese 1 Million Jahre, will ich da jemanden hinstellen? Will ich da Schilder machen? Will ich dann, wer war das gestern? Das war die Kollegin hier von den Grünen, auch die Junge. Die sagte, wenn wir uns in 25.000 Jahren wieder hinsetzen und setzen uns zusammen, wie geht es dann weiter? Also, ich habe immer gesagt, wir können das sicher machen. Aber ich sage, das Bessere ist der Feind des Guten. Und kein Endlager ist besser als ein Endlager. Machen wir mal die nächste Folie, bitte. So, okay. Ja, es ist auch Marketing hier für Wirtschaft und sowas und so fort. Also wir haben eine hohe Leistungsdichte, weil der Kern ganz klein ist. Dafür können teure Materialien eingesetzt werden. Die Sicherheit kann wesentlich erhöht werden durch die guten Materialien, damit auch die hohen Temperaturen. Und weil ich keine vorgespannten Drücke habe. Die, ja, also ich sage sonst immer, die Damen kennen den Schnellkochtopf, ich kenne den auch. Wenn man das Ventil nicht richtig draufschraubt auf den Schnellkochtopf, dann fliegt einem das Ventil ins Auge, okay? Sollte man nicht tun, das ist nur ein Gedankenexperiment. Aber so ist das beim Druckwasserreaktor auch oder beim Leichtwasserreaktor. Ich habe diesen Riesendruck und wenn was schief geht, dann reißt das Ding auseinander. Das ist hier eben nicht der Fall. Das ist nicht mal wie wenn ich jetzt Wasser auf den Tisch ausschütte, denn das friert ja nicht das Wasser. Da ist es so, wir haben Blei als Kühlmittel und Salzschmelze oder Uran-Chrom-Eutektikum als Brennstoff. Wenn da ein kleines Leck ist, läuft es aus und friert außen aus an dem Loch. Okay? Und im allerschlimmsten Fall läuft das alles in der Anlage aus und ist in der Anlage. Aber es explodiert nicht. Okay? Und dann ist die Anlage eben so gebaut, dass die ganze Anlage eben dann, sag ich mal, die ist dann versaut innen drin, aber es geht nichts raus, okay? Der Betreiber hat dann sein ganzes Geld in die Tonne getan, aber die Umgebung ist davon nicht betroffen. Ja, das ist der allerschlimmste Fall. Und ich hatte jetzt über die anderen Folien drüber weggegangen. Im Normalfall lässt man, wenn man den Kern inspizieren möchte, das runterlaufen in die unterkritischen Lagertanks und kann es später wieder hochpumpen, okay? Details will ich dazu gar nicht sagen, das ist aber alles schon erprobt in anderen Anlagen, von denen ich vorher gesprochen hatte. So, gucken wir mal, kommt noch was?
Okay, Proliferation war ja auch noch ein Thema hier. Wenn ich jetzt kein Uran-233 brüten möchte rein, ja, dann muss ich halt anfangen, ne, mit Plutonium und mit abgereichertem Uran oder mit Brennelement-Uran. Also ich brauche Reaktorplutonium, kein Waffenplutonium. Ich kann natürlich auch Waffenplutonium einsetzen, aber dann würde ich ja waffenfähiges Material in die Anlage bringen. Also wir gehen von Reaktorplutonium aus oder von Uran-235. Ja, Uran-235 unter 20%, das ist Low, Low-Enriched Uranium, das ist sicher. Oder knapp über 20% Reaktorplutonium, auch weit weg vom waffenfähigen Zustand. Und dann wird der Kern kritisch. Und dann tue ich den Rest, 80% nicht spaltbares Material dazu und das Ding fängt an zu laufen mit den Bestandteilen. Und langsam wird dann alles weggebrannt, wird umgewandelt, das Uran-238 teilweise gespalten, dann umgewandelt in spaltbares Material, das Plutonium wird gespalten und auch die langlebigen Spaltprodukte werden transmutiert und es bleiben nur nach dem jetzigen Plan Cäsium-137 über mit 30,2 Jahren Halbwertszeit. Das könnte auch noch klein gemacht werden, also wenn man nochmal die Lagerzeit ein bisschen verringern möchte, dann könnte man das auch noch transmutieren. So, habe ich noch eine Folie? Ah ja, jetzt kommt ja das Paradies, ja, das Heilsversprechen, was kann man damit alles machen? Ich bin ja gerne auch ein bisschen selbstironisch immer. Also, mit 1000 Grad Celsius kann ich jetzt Wasserstoff herstellen, nicht mit Elektrolyse, sondern mit thermochemischen Verfahren, mit einem wesentlich höheren Wirkungsgrad, weil wir ja auch davon sprechen, wir wollen jetzt von den fossilen Brennstoffen weg, dann wäre das möglich, Wasserstoff herzustellen und das dann mit Stickstoff zum Beispiel, wenn man Hydrazin herstellen möchte, mit Stickstoff zu Hydrazin umzuwandeln. Das ist der Vorteil gegenüber Methan, das ist drucklos, flüssig, handhabbar wie Benzin, es ist ein bisschen gefährlicher, da müsste die Tankkupplung dann geändert werden, dass es keine Leckagen gibt. Ich kann den Wasserstoff nehmen, um Eisen zu reduzieren zu Stahl, also Eisenoxid, oder ich kann das für die Petrochemie nehmen, oder ja klar, wie wir das heute kennen, wir machen Elektrizität davon, ja. Und ich kann mit der Restwärme auch noch dann aus Meerwasser Trinkwasser herstellen. Also ist auch der Friedensaspekt für mich hier von Bedeutung. Ich bin selber Reserveoffizier. Ich weiß, in diesen Kreisen hört man das nicht gerne. Ich bin viel in Einsätzen gewesen, im Katastrophenschutz. Ich bin auch im Kosovo gewesen. Also und in den Ländern in Afrika und im arabischen Raum, wenn ich da auf Konferenzen bin, weiß ich, dass Wasser immer ein Thema ist, okay? Wasser in Indien nimmt Kernenergie übrigens, um die Abwässer aus Färberei und Fäkalien zu klein zu machen mit starken Kobalt-60-Quellen. Sehr interessant, ja. Die nutzen das und zur Haltbarkeit machen ihre Lebensmittel. Ich weiß, das ist ja auch nicht gewünscht, aber die Inder sagen, wir haben so viele Leute zu ernähren, wir müssen die Lebensmittel haltbar machen, wir müssen die Fäkalien und die Abfälle aus der Färbereiindustrie, die Abwässer müssen wir reinigen und das machen die. Ja, das findet statt. Ich glaube, das war die letzte Folie, wa? Ja, Folie 11. So, also ich glaube, ich war schneller als 15 Minuten, hoffe ich doch, oder? Okay, also Fragen gibt es nachher. Gut, ihr merkt, ich bin jetzt hier nicht ganz so der Vorstandsvorsitzende. Vielleicht bin ich auch ein bisschen nervös, weil ich den Grünen bin, sonst bin ich nicht so nervös, aber okay. So, wir können noch ein bisschen Wasser organisieren, muss nicht alles gleich weggetrunken werden. Aber keine Sorge, meistens zählt jetzt ohne den Druck aufzubauen für den nächsten Kandidaten, der hier vorne ist, nicht die Quantität des Gesagten, sondern die Qualität, immer vorsichtig sein. Also von daher bin ich ganz gespannt auf die Fragen nachher. Aber jetzt haben wir Herr Professor Dr. Gerald Kirchner da von der Universität Hamburg, Leiter des Karl Friedrich von Weizsäcker Zentrums für Naturwissenschaft und Friedensforschung, hat in Reaktorphysik promoviert und hat sich im Bereich Umweltphysik habilitiert und war Mitglied in der Strahlenschutzkommission und hat lange Jahre im Fachbereich Strahlenschutz und Umwelt des Bundesamts für Strahlenschutz geleitet. Sie kriegen auch ein neues Glas und neues Wasser. Und ich bin ganz gespannt. Sie haben auch ungefähr die 10 Minuten. Ich hoffe, die halten wir ein, damit wir noch in die Diskussion kommen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich werde in meiner Präsentation nicht reden über die geringe Zeit, die wir noch zur Verfügung haben und dass wir deshalb gut daran tun, auf existierende Techniken und nicht auf Versprechungen zu setzen. Ich werde in meiner Kurzpräsentation nicht reden über wie viele
auf dem Papier tolle Reaktorkonzepte in den letzten Jahrzehnten gescheitert sind und aus nie realisiert worden sind und aus welchen Gründen dies so passiert ist. Aber ich werde darüber reden, wie auch im Zusammenhang mit der jetzigen Diskussion und den Kraftwerken der vierten Generation auch mit falschen, nicht zutreffenden Behauptungen operiert wird. Dazu zwei Zeitungsartikel. Sie sehen den ersten, wo wir sagen, Atommüll wird in 20 Jahren nicht mehr strahlen. Sozusagen. Oh, schade, dass Herr Karnix nicht mehr da ist. Hätte ich eben gesagt, Pech gehabt. Der zweite, wenn wir zu der zweiten Folie gehen, wo wir sagen, oh, der Tenor identisch, die zauberhafte Entschärfung des Atommülls, die sozusagen, oh, jetzt wird es schon etwas konkreter, sozusagen, oh, hier sind die entscheidend die Stichworte Plutonium und andere Bestandteile des hochradioaktiven Abfalls, das heißt konkret andere Stoffe, die ähnliche Eigenschaften haben wie Plutonium, radiologisch auch, dass sie auch für Kernwaffen genutzt werden können, mit so exotischen Namen wie Neptunium, Americium, Curium. Sie sehen in der Unterschrift der zweiten Folie, mittels Neutronen radikal beschleunigt. Das deutet auf die spezifischen Reaktoren hin, die dafür genutzt werden sollen. Die Idee dahinter ist, man trennt diese ganzen Stoffe mit den exotischen Namen, das Uran und das Plutonium, ab. Uran und Plutonium, das ist das, was in der WAK 20 Jahre lang in kleinem Maßstab gemacht worden ist. Für die Abtrennung der anderen Verfahren gibt es noch keine einsatzreifen Verfahren, aber das drücken wir mal ins Grad. Man braucht dann sehr spezifische Kernreaktoren, sozusagen ziemlich analog zu dem, was in Deutschland, als in Karlsruhe auch KNK 2 war, sozusagen. Diese Reaktoren existieren auch nicht bis heute einsatzbereit, aber das drücken wir auch mal ins Grad. Sondern fragen wir sozusagen, wie ist das denn dann mit den 20 Jahren begründet? Und wie haltbar ist denn das mit den 20 Jahren? Sie finden auch andere Zahlen, 100 Jahre, 300 Jahre, das Cäsium 137 ja schon erwähnt. Sozusagen, das zeigt die Logik dahinter, zeigt die nächste Folie. Sozusagen, oh, die, da hat sich zu meinem Bedauern auch die Deutsche Physikalische Gesellschaft auf, damit eingeschaltet, sozusagen, und die Idee, wie man darauf kommt, dass man kein Endlager braucht, ist im Prinzip vollständig in dieser linken Grafik vorhanden. Was Sie da sehen, nämlich das Stichwort Radiotoxizität. Das fußt auf einem ganz einfachen Modell. Es wird angenommen, dass hier bezogen auf eine Tonne Atommüll die Reststoffe abgebrannten Brennstoffs, diese gesamten Stoffe, diese gesamte Tonne zu 100% vollständig den Menschen der Nahrung beigemischt wird. Und dass diese dann sozusagen über die Erde verteilt, diese Tonne an radioaktiven Stoffen mit der Nahrung zu sich nehmen. Sie sehen, da gibt es dann eine Einheit auf der Ordinate, die Sievert, die bis 10 hoch 9 geht. Faustformel ist 10 Sievert sind tödlich. Das heißt sozusagen so, nach diesem einfachen Modell würde das heißen, dass durch diesen Verzehr von einer Tonne Atommüll 10 hoch 8, also 100 Millionen Menschen sterben würden. So, dann vergleicht man das damit, wie viele Menschen davon sterben würden, wenn man stattdessen eine Tonne Natururan den Menschen mit der Nahrung in die Nahrung mischt und sie das mit in den Körper aufnehmen. Das ist die waagerechte Linie in der Mitte und dann stellt man fest, oh, da sterben nur etwa 25.000 Menschen dran. Und dann sagt man, okay, sozusagen so, und wenn ich jetzt das Uran, das Plutonium, das Americium, Curium
Neptunium nicht habe, sozusagen, dann ist dieser Kreuzungspunkt, wie viele Menschen in der Nahrung durch den Atommüll sterben, und mit der Zahl der Todesopfer durch Natururan liegt er etwa irgendwas, je nachdem, wie Sie das rechnen im Detail, um die 100 Jahre. Und dann sagt man, okay, sozusagen, weil Natururan ja schon immer in der Erde vorhanden ist, sozusagen ist dann alles, was wir an Atommüll noch haben, ungefährlich, sozusagen, weil dann ja nach diesem trivialen Modell sozusagen die Strahlenschutzkonsequenzen geringer geworden sind. So, sozusagen, das ist der Hintergedanke dabei. Die Idee, sozusagen, wie absurd die Idee ist, dass man Atommüll in der Nahrung verteilt. Ich glaube, da möchte ich auch nicht weiter drauf eingehen. Das erste Problem, was wir festhalten sollten, die Abtrennung dieser Aktinide, also des Neptuniums, des Urans, des Neptuniums, des Plutoniums, des Americiums, des Curiums, hat auf die Gefährdungszeiträume der Endlagerung überhaupt keinen Einfluss. Deshalb, weil dieses nicht die Risikoelemente sind. Die Risikoelemente sind völlig andere. Das gibt die letzte Folie wieder, die ich Ihnen mitgebracht habe, die Stoffe, die abgetrennt werden sollen. Und das ist übrigens integraler Standteil aller derzeitigen Konzepte für Reaktoren der vierten Generation, was ich Ihnen jetzt erzähle, sozusagen spielen nur bei einer einzigen Endlager, nämlich in Yucca Mountain, eine Rolle, ein absolut ungeeigneter Endlagerstandort ist, weil der, lasse ich jetzt weg, warum? Sozusagen ist auch deshalb in den USA nicht mehr ernsthaft in der Diskussion. Sonst sind das alles andere Elemente, was wir auch chemisch erklären können, sozusagen, die Risikoelemente sind, die aber durch diese Abtrennung und Umwandlung überhaupt nicht weiter reduziert werden. Und was sagen dann, wenn man wissenschaftlich tätig ist, dann irgendwann neben der Trivialität dieses Modells, dieses Radiotoxizitätsmodells, was einen dann endgültig sprachlos macht, ist, wenn man dann in wissenschaftlichen Fachzeitschriften sogar klar geäußert lesen darf, dass den Entwicklern und Propagandisten dieser Argumentation auch klar ist, dass genau das Langzeitgefährdungspotenzial durch Endlagerung nicht reduziert, dass aber dieses Argument doch weiter genutzt werden solle, weil es die soziale Akzeptanz für die neuen Reaktoren so schön erhöht. Sozusagen, da fragt man sich dann wirklich sozusagen, wo die Grenzen der Wissenschaftlichkeit noch sind. Noch einen letzten Aspekt, sozusagen, wie ist das denn dann mit dem Verbrennen in den Reaktoren? Wenn man sich das genauer anschaut, physikalisch, stellt man fest, dass das auch ein relativ ineffizienter Prozess ist. Wenn Sie einen dieser neuen Reaktoren mit bestimmten Sicherheitskriterien betreiben wollen, dann wird die Verbrennungsrate oder der Anteil wird dann bei einem Durchgang durch den Reaktor um etwa 10% reduziert. Das heißt, Sie fangen mit 100% an, dann stecken Sie es ein paar Jahre in den, wie gesagt, noch nicht existierenden Reaktor. Dann haben Sie in den abgebrannten Brennelementen noch 90% der Ausgangsmasse. Das müssen Sie dann zwischenlagern. Das müssen Sie dann wieder aufarbeiten, also das alles chemisch getrennt isolieren. Dann müssen Sie daraus neue Brennelemente machen und die müssen Sie wieder in den Reaktor stecken. Gut, das dauert etwa pro Durchgang so etwa 15 Jahre, optimistisch gerechnet. So, dann haben Sie noch 90% 15 Jahre später. Von diesen 90% werden wieder 10% reduziert. Das heißt, Sie sind nach 30 Jahren jetzt bei 81%. Nach 45 Jahren sind Sie dann bei 72%.
Sie sehen, das ist eine geometrische Reihe, sozusagen, in der die Effizienz, der Anteil, der reduziert wird, immer weiter abnimmt. Das heißt, wenn man jetzt mal so Abschätzungen macht, wenn man nur das nimmt an diesen Stoffen, Plutonium und so weiter, was in den abgebrannten Brennelementen, die in Deutschland noch nicht verglast worden sind, sondern in den Zwischenlagern liegen, und sagt, was würde das denn jetzt logistisch bedeuten als Gesamtsystem, dann kommt man dazu, dass man sozusagen solche noch nicht existierenden Reaktoren sozusagen je nach Größe 6 bis 10 benötigt und unter der Annahme, dass die nie stillstehen, nie Störfälle haben, keine Zeit für Brennelementwechsel benötigen etc. Sozusagen so, dadurch ist die 6 bis 10 diese Spannweite. Sie kommen zweitens dazu, dass Sie, wenn Sie sagen, die Anfangsmenge will ich auf 25% reduzieren, sozusagen, dass Sie damit ein paar hundert Jahre beschäftigt sind. Sozusagen. Oh, dann haben Sie 25%. Während dieser paar hundert Jahre haben Sie während wesentlicher Zeiten dieses Gesamtprozesses x Tonnen, das unterscheidet sich jetzt je nachdem, welches der radioaktiven Elemente es ist, sozusagen an potenziell atomwaffenfähigem Material offen verfügbar. Während der Wiederaufarbeitung, nach der Wiederaufarbeitung für die Brennelementfertigung in den fertigen Brennelementen, bis sie dann eingesetzt werden. Sozusagen das ganze System setzt dann auch davor aus, dass Bindung, internationale Bindung und Verträge, wie der Nichtweiterverbreitungsvertrag, dass der auch über Jahrhunderte weiter Bestand haben werden. Das setzt voraus, dass diese Technik, wenn sie denn wirklich mal entwickelt sein sollte, sozusagen, dass diese dann auch nicht von anderen Staaten dazu genutzt wird, genau um sich auch entsprechend atomar zu bewaffnen. Sozusagen, das sind Implikationen, sozusagen, mit denen wir natürlich dann auch zukünftige Generationen über hunderte von Jahren hinweg binden würden, die internationale Stabilität, Betrieb von Kernkraftwerken über hunderte Jahre hinweg, einer ganzen Flotte von Kernkraftwerken, die bis heute nicht existieren, deren Sicherheits mal Kriterien absolut unklar sind. Es wird immer gerne gesagt, dass Kalka daran gescheitert sei, an dem politischen Willen und dem hinhaltenden Widerstand der SPD damals als Genehmigungsbehörde. Nein, Kalka ist an essentiellen Sicherheitsdefiziten gescheitert. Auch das Aufsetzen auf der bisherigen Betriebserfahrung mit solchen schnellen Reaktoren sozusagen ist keine Option. Wir müssen oder es müssten dafür auch völlig andere Reaktoren entwickelt werden, um Sicherheitskriterien, die wir uns alle vorstellen würden, einem solchen Fall einhalten zu können. So, ich mache jetzt hier Schluss. Blick auf die Uhr. Das eine oder andere kann man sicherlich in der letzten halben Stunde noch vertiefen bei Bedarf. Danke.
So, dann machen wir jetzt weiter in der Runde. Wir sind alle mit Wasser ausgestattet, sitzen hier alle in Ruhe. So, jetzt unterbreche ich die Diskussionen, die Gespräche gerade eben nochmal für die letzte halbe Stunde. Wir können auch ein bisschen länger miteinander diskutieren und reden. Gerne kann man sich jetzt auch schon mal melden, damit ich mal sehe, wie viele Fragen es gibt. Ansonsten werde ich jetzt nochmal gleich eine Frage stellen, weil mich interessiert das natürlich schon. Nach dem Vortrag von Herrn Lewitz, dann werde ich gleich mal die erste Frage stellen. Nämlich in dem Fall, jetzt haben wir auch zwei andere Vorträge gehört. Und Sie hatten ja kurz mal erwähnt, das habe ich wahrgenommen, dass es so ein bisschen am Geld auch mangelt, um so große Anlagen mal darzustellen. Da könnte man ja auch mal das alles so umsetzen. Wenn Sie jetzt die beiden Vorträge gesehen haben, zweifeln Sie nicht an Ihrem Modell? Als provokante Frage mal. Und würden woanders vielleicht eher die Zeit investieren? Oh, okay. Das unten ist nur der Steckerkontakt gewesen. Gut, alles klar. Wieder was dazugelernt. Och, ja. Also, ich habe im Witz immer, es ist nicht nur ein Witz, ich habe als Kind gern mit Feuer gespielt, ja. Holz, Benzin, Schwarzpulver und auch Fundmunition. Und da hat sich so eine gewisse Liebe entwickelt. Und wie die größten Pyromanen bei der Feuerwehr sind, bin ich jetzt halt in der Kerntechnik. Das, der Witz kommt hier wahrscheinlich nicht so an. Aber ich habe eine Affinität halt zu Themen mit Energie und da ist so viel Energie drin und ich habe auch mal Plasmaphysik studiert wegen Fusion und dann kam das mit der Fusionskonstante mit 30 Jahren und da habe ich gesagt, ich will was machen in meinem Leben, wie der Junge, der mit Legosteinen spielt und das mache ich bis heute, wo was Praktisches ist. Also das ist durchaus ernst. Also ich muss was Richtiges haben. Ja, und nun sagen Sie natürlich, ja, aber das ist in den Sternen. Also ich habe Abfallbehandlung gemacht, Rückbau und Strahlenschutz und so und dann irgendwann hat mir das, weil es keinen Neubau gab, ja, und bei diesem Thema kann ich jetzt mein Know-how von Abfallbehandlung und Brennelementlagerbehälter, Zwischenleger und Strahlenschutz und Sicherheit und Zonenkonzept und das alles einbringen. Ich bin keiner von den Forschern. Oh, Mikro ist höher, Entschuldigung, bringe ich höher an. Kann ich das da einbringen? Und ich glaube, dass das funktioniert, dass das funktionieren kann. Also wir haben noch keine Showstopper entdeckt, wenn wir in wissenschaftlichen Konferenzen waren. Da werden zwar Fragen gestellt, selbst aus der eigenen Branche jetzt in Deutschland, in Forscher-Communities, die sich mit dem Leichtwasserreaktor beschäftigt haben, die glauben erstmal nicht, dass das mit der Transmutation funktioniert, weil sie sich einfach das Neutronenspektrum nicht so angesehen haben. Und wenn man ihnen dann sagt, am Ende ist aber das so und so und dann ist die Spaltrate so, ja, das wird zu kompliziert, Frau Müller, ne? Wollen Sie das sagen? Also ich glaube da dran. Ich glaube da dran und irgendwie muss man ja ein Hobby haben, oder? Also ich meine. Alles gut, lassen Sie mich zu sehr unterbrechen, ruhig Ihren Vortrag weiter fortführen. Jetzt würde es mich noch mal interessieren, ein bisschen kam, ich habe auch mal so Zwischenrufe gehört, eierlegende Wollmilchsau, als es von Ihnen kam. Ist ja okay, Sie hatten auch extra erwähnt, das ist ein bisschen Werbung, ist alles in Ordnung, will es auch gar nicht in eine Ecke oder sowas stellen. Jetzt würde es mich aber trotzdem mal interessieren, vom Hans-Josef Fell, ist es nicht trotzdem verlockend, wenn man sowas hört, weil wenn sowas funktionieren könnte, das wäre doch tatsächlich interessant oder nicht? Oder gibt es da irgendwelche Bedenken, Argumente dagegen? Also ich habe mich da sehr schnell in mein Physikstudium zurückversetzt gefunden, habe zwar nur Schmalspurphysik fürs Lehramt am Gymnasium studiert, aber wichtige physikalische Grundlagen sind mir gut hängen geblieben. Und da bin ich Ihnen zunächst mal sehr dankbar, dass Sie auf die 30 Jahre Kernfusionszeitkonstante hingewiesen haben und dass Sie die Konsequenz gezogen haben, die richtige. Das ist ein Luftschloss, das wird nie kommen, so wird es sein. Und der Hauptgrund, warum die Kernfusion nicht kommen wird, ist immer, Sie müssen mit Neutronen arbeiten. Und in der Physik habe ich gelernt, Neutronen sind so Strahlen, die kann man nicht auf Bahnen biegen. Die gehen immer gerade hindurch, weder elektrische noch magnetische Felder können Neutronen einfangen, umlenken oder sonst was. Also die fliegen immer geradeaus. Und wenn man da massenhaft Neutronen produziert, fliegen die irgendwo hin. Und wenn sie dann wo auftreffen,
kontaminieren Sie jedes Material und machen es radioaktiv, machen die Materialstabilität kaputt und anderes. Deswegen wird es nie einen Kernfusionsreaktor geben können, weil das Problem der ersten Wand nicht lösbar ist aus diesen Gründen. So, und bei der Transmutation, da fliegen auch die Neutronen quer durch den Raum, überall hin. Sie werden sie nicht einfangen können. Sie werden eine erste Wand hinstellen müssen, wo sie sie dann wirklich abbremsen, damit die Neutronen nicht die Menschen außenrum schädigen und weiteres. Und wenn sie sie dann mit solchen Materialien einfangen, kriegen sie eine massive Atommüllvermehrung. Denn alle diese Materialien sind kontaminiert durch die Neutronen. Deswegen kann ich Ihnen nur den Rat geben, machen Sie den gedanklich gleichen Schluss wie bei der Atomfusion. Auch die Transmutation ist ein Luftschloss, wird nie kommen. Dürfen Sie gerne gegnen. Ah, okay, ja, das wäre insofern richtig, wenn wir von der Leitwasserreaktortechnologie ausgehen, wo der Reaktordruckbehälter die Wand hat und dann der biologische Hüllt der Beton ist. Hier ist ja so, Kühlmittel ist Blei. Ich hab ein paar Punkte, ja, weil... Jetzt kommen wir auf die technischen Details vielleicht. Kühlmittel ist Blei. Und der Brennstoff ist in der Mitte vom Blei und wird vom Blei umhüllt. Und das Blei ist sozusagen diese Wand. Und Blei ist einerseits, absorbiert es fast keine Neutronen, fast keine. Und wenn es welche absorbiert, wandelt es sich wieder um zurück ins Blei. Also Blei bleibt Blei. Das ist ja auch das Element aller Zerfallsketten, aller natürlichen Zerfallsreihen. Am Ende steht das Blei als nicht radioaktives Element oder Nuklid. Und insofern ist das schon mal gesichert. Und die fliegen dann eben auch nicht unendlich weiter, weil sie teilweise vom Blei reflektiert werden. Ja? Und da, wo der Brennstoff ist, ja im Brennstoff dann die Spaltung machen. Also das kann man schon ausrechnen. Und wenn man dann noch meint, man braucht noch eine Wand mehr, dann tut man außen noch ein Blanket mit Blei drum, wo kein Brennstoff drin ist. Und dann ist das schon relativ gut. Und wenn dann noch eine... Klar braucht man auch einen biologischen Schild, weil natürlich auch begleitende Gammastrahlung ist. Das ist immer so. Und ich brauche auch eine Wand für den sicheren Einschluss im Störfall, wenn das so wäre. Und auch für die Struktur des Gebäudes. Also, dass keine Radioaktivität entsteht. Aber wenn wir jetzt von Aktivierung im Beton ausgehen, also ich sag mal, dann reden wir auch nicht von ewig langlebigen Nukliden, ja, an der Stelle. Nichts ist ohne Risiko und nichts ist ohne Abfall, das ist ganz klar, aber wir minimieren hier das Langzeitproblem des Endlagers an der Stelle und holen die 95% Energie, die in dem sogenannten Müll drin ist, raus. Okay, das mal als Antwort jetzt an der Stelle. Alles gut, vielleicht kann Herr Dr. Kirchen noch was dazu sagen, der hat mich so ein bisschen geschmunzelt dabei. Ja, okay, muss ich keinen Knopf mehr drücken. Ja, ich habe in der Tat etwas geschmunzelt, weil ich immer es gut finde, einfach real die Realität und unsere bisherigen Erfahrungen in der Kerntechnik für sich selbst sprechen zu lassen und die zugrunde zu legen. Da zwei Beispiele. Das einfache Beispiel ist ein deutsches Beispiel. Wir betreiben ja einen Neutronenforschungsreaktor in Garching, nördlich Münchens, sozusagen, der in Betrieb gegangen worden, geplant und in Betrieb gegangen worden ist, gegangen ist mit waffenfähigem, hoch angereichertem Uran. Das war politisch in den 90er Jahren des letzten Jahrtausends massiv umstritten, sozusagen. Die Amerikaner haben Schaum vom Mund bekommen. Die einzigen, die wirklich das geliefert haben, war dann Russland, den Brennstoff. Und es hat im Rahmen der Diskussion hat es eine Vereinbarung gegeben der damaligen Bundesregierung und dem Betreiber, sozusagen perspektivisch umzurüsten auf niedriger angereichertes Uran. Sozusagen. Und der Bund hatte die dafür erforderlichen Gelder zur Verfügung gestellt für Forschung und Entwicklung. Oh, das ist knapp 25 Jahre her, diese Vereinbarung. Das Konzept, wie diese Brennstoffe aussehen sollen, war damals schon vorhanden. Real existiert dieser Brennstoff bis heute nicht, weil es 25 Jahre lang sozusagen sich immer wieder neue Probleme gezeigt haben, sozusagen in der Betriebssicherheit, in bestimmten technischen Randbedingungen, die aber wesentlich sind, sozusagen. So, wir reden über sowas im Vergleich zu einem neuen Reaktorkonzept, revolutionären Reaktorkonzept, wir reden über sowas Banales wie die Umrüstung von Brennstoff und scheitern da 25 Jahre daran. Das zweite Realitätscheck, schauen wir uns die Generation 4 International Forum, also der Zusammenschluss
aller Staaten, die an der Entwicklung Reaktoren der vierten Generation beteiligt sind, an, die im Jahr 2000 gegründet worden ist. Sozusagen, diese haben zunächst mehr als 100 Reaktorkonzepte analysiert, auf ihre Machbarkeit, auf ihr mögliches Potenzial. Sozusagen von diesen mehr als 100 Reaktorkonzepten sind am Ende 3 übrig geblieben. Das eine war das Konzept der klassischen schnellen Brüter, sozusagen, das in Deutschland gescheitert ist, das in Frankreich gescheitert ist, aus betrieblichen Gründen, das in Großbritannien gescheitert ist, das in den USA gescheitert ist. In Russland in der Tat wird der BN-800 mit betrieben als schneller Reaktor, aber nicht mit Plutonium, sondern mit Uran, sozusagen. Bis heute trauen sich die Russen nicht, Plutonium in diesen klassischen schnellen Reaktortyp einzusetzen. Das kann man physikalisch auch sehr schön begründen und kriegt das Gefühl, dass die richtige Entscheidung war. Der zweite Reaktortyp ist schneller Reaktor Blei gekühlt. Das ist eine militärische Entwicklung gewesen der Sowjetunion für die militärischen Atom-U-Boote. Davon haben sie 5 gebaut. Okay, 2 sind ihnen verloren gegangen, weil der Reaktor explodiert ist. Ein dritter hat auch einen schweren Unfall gehabt, wo aber sozusagen das Schiff dann nicht weit draufgegangen ist. Aber immerhin 2 von den 5 haben funktioniert. Sozusagen. Oh, das ist die technische Basis für die zweite von. Bitte, wir reden darüber, über die 3 erfolgversprechendsten von mehr als 100 Konzepten. Und die dritte ist der Hochtemperaturreaktor, das wissen wir, der ist in Deutschland gescheitert 2, der ist in den USA gescheitert. Sie sehen, und der erste Demonstrationsreaktor war damals geplant, dass er den Betrieb aufnimmt, für etwa heute in Rumänien. Auch da sind wir meilenweit von entfernt. Mit anderen Worten, wir müssen, wenn wir über Reaktorkonzepte reden, nicht über Jahre denken, sondern über Jahrzehnte denken. Sozusagen. Und wir brauchen verdammt viel Optimismus, sozusagen, um zu glauben, wenn mehr als 100 Konzepte gescheitert sind, dass dann das 101. Konzept oder das 107. Konzept, dass das genau ist, was nicht den Weg aller auf dem Papier tollen Konzepte gehen wird. Danke. Ich wollte nur auf die Hinweise zum FRM2 eingehen, also dem Geichinger Versuchsreaktor. Das hat mich ja extrem beschäftigt als forschungspolitischer Sprecher in der Grünen Bundestagsfraktion. Wir waren ja Regierungsfraktion und ausgerechnet in München sollte ein solcher mit Atomwaffenmaterial bedienter Reaktor, Forschungsreaktor gemacht werden. Ich habe versucht, alles zu tun. Und in der Tat war es so, dass die Amerikaner immer gesagt haben, nein, ihr kriegt kein Waffenmaterial von uns. Ihr könnt ihn nicht betreiben und ich habe dann den Schulterschluss, als ich gemerkt habe, ich komme in der Bundesregierung nicht weiter in der Abwehr dieses Reaktors, den Weg in die amerikanische Botschaft gesucht. Und ich habe ihn dann auch bekommen. Ich habe Papiere reingegeben, anderes weiß natürlich niemand der Öffentlichkeit, können sie auch nicht wissen. Und am Ende haben mir die Amerikaner gesagt, wir haben nichts gegen diesen Reaktor. War ich total perplex, weil in der Öffentlichkeit haben sie immer gesagt, wir dulden keine atomwaffenfähigen Brennelemente, wie sie für diesen Forschungsreaktor, also hoch angereichertes Uran, wie sie für diesen Forschungsreaktor notwendig sind. Und am Ende haben sie doch zurückgezogen und haben keinen Widerspruch eingelegt. Das vielleicht nur als meine Erfahrung dazu, vielleicht ist auch für Sie wichtig, das zu wissen. Am Ende machen die Amerikaner bei den Atomsachen dann doch alle mit. Wahrscheinlich haben sie es dann unter die Kontrolle bekommen, irgendwie anders, aber ohne Öffentlichkeit. Ein letzter Satz noch zu, man bräuchte doch endlich mal viel Geld für diese Transmutation und anderen. Wissen Sie, was diese öffentliche Forschung für all diese Atomreaktoren plus Kernfusion und alles im Vergleich zu erneuerbaren Energien bekommen hat weltweit?
Ich weiß es nicht mehr genau, weil ich das vor 4-5 Jahren aufgehört habe aufzusummieren, aber es ist etwa ein Faktor 100, was diese gesamte Atomforschung mehr bekommen hat aus der öffentlichen Hand als die erneuerbaren Energien. Die können uns 2030 aber vollständig jetzt die Energie der Welt liefern. Und wenn Sie mit diesem Riesengeld das alles über diese 70 Jahre nicht hinbekommen haben, machen Sie doch endlich die Reißleine und hören Sie auf damit, es wird nie kommen. Ich muss mal erst noch mal zum Herrn Kirchner was sagen. Ich habe wahrscheinlich nicht klar genug gemacht, dass gar keine festen Brennelemente bei der Dual-Fluid-Technologie drin sind, sondern zwei Flüssigkeiten. Deshalb heißt es Dual-Fluid. Also, und die Wiederaufarbeitung ist nicht die alte nasschemische und mit diesen riesen Mengen an Sekundärabfall, sondern in der Anlage ist diese kleine Partitionierungsanlage drin, die kommt mit einem Raum aus, der ist so groß wie die Bühne hier für die Trennung. Das sind ganz, weil da ganz kleine Durchsätze sind, die das dann schon erreichen. Vorgelagert muss die heiße Zelle sein, um die Brennelemente klein zu machen und zu chlorieren, okay. Aber im Betrieb wird nur für die Partitionierung, also wir nennen das Partitionierung, um einfach nicht mit dem Purex-Prozess jetzt in Verbindung zu kommen, weil das ist was ganz anderes. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, warum ist Dual Fluid nicht bei Generation 4? Ich habe auch von IAEA schon die Empfehlung bekommen, wir sollen uns darum bemühen. Das hat einfach zeitlich noch nicht geklappt. Als das erfunden und patentiert wurde, gab es Generation 4 schon mit den 6 Typen, die da drin sind. Ich habe in meiner Folie nur darauf verwiesen, der bleigekühlte Reaktor, weil wir Blei als Kühlmittel haben, der Salzschmelzreaktor, weil wir im ursprünglichen Konzept nur Salz als Brennstoff hatten, also Uran, Plutonium, Chloride. Heute können das auch Uran, Plutonium, Chrom, Eutectium sein. Und High Temperature, Very High Temperature wegen der Temperaturen. Aber das Prinzip ist was ganz anderes. Alle Kraftwerke, also alle Technologien, außer dem Molten Salt Reaktor, dem Salzschmelzreaktor, haben feste Brennelemente. Und der Molten Salt Reaktor muss halt sehr groß sein, weil er mit dem Molten Salt auch die Wärme rausbringt. Hier wird die Wärme übers Blei rausgebracht und der Brennstoff bleibt stehen und damit habe ich auch die hohe Transmutation im Kern. Und ich ziehe nur um die 10 Liter pro Stunde ab in den Reinigungskreislauf aus dem Brennstoff. Einfach auch um die Nachtzerfallswärme rauszubringen aus dem Kern, ja, dass ich also nicht so ein Problem habe wie in Fukushima. Das nur so als Hinweis. Und was das andere mit dem Geld angeht, ich will ja nicht die Historie der Bundesrepublik jetzt erzählen. Die Kohlebetreiber, ja, ich gehe jetzt auf Deutschland, die Kohlebetreiber, die EVUs hatten Kohlekraftwerke, die wollten keine Kernenergie in den 50er Jahren. Da hat man gesagt, okay, komm, wir machen die Forschung, das ist auch das Forschungszentrum, wir machen die Entsorgung. Ihr müsst nur ein bisschen Geld bereitlegen bei der Entsorgung. Die Forschung zahlen wir, weil ihr wollt ja nicht, also zahlen wir die Forschung. Und die Entsorgung müsst ihr halt hier, wie beim Kohlepfennig, müsst ihr pro Kilowattstunde was zurücklegen in den Entsorgungsfonds. Und als der Oskar Lafontaine mal Finanzminister war, 2008 kurzfristig, hat er gesagt, da ist viel zu viel Geld drin, das braucht ihr nicht, ich will das in meinem Steuersäckel haben. Auch nur mal am Rande. Also ja, das Geld ist da gewesen und der Staat hat das so organisiert und nicht die EVUs haben sich ausgesucht, wie das laufen soll, sondern... Ne? Gut gesagt, dass das die EVUs gewesen wären. Es waren die politischen Entscheidungskräfte von Franz Josef Strauß angestoßen und ungeheure Mengen über Euratom und anderes an Forschungsgeldern sind hineingeflossen. Vielleicht kann Silvia die genaue Zahl noch sagen. Ich habe sie nicht mehr im Kopf. Genau. Wir werden sie jetzt ja auch nicht vorne lösen können. Deswegen gehen wir ins Publikum. Die Silvia Kotti-Uhl hat sich gemeldet. Danach habe ich da hinten eine Meldung gesehen. Aber liebe Silvia, vielleicht gerade dazu passend. Ja, gemeldet hatte ich mich wegen was anderem, aber ich kann zumindest zu den Zahlen der EU-Forschung was sagen. EU-Energieforschung, da gibt es ja auch immer ein Energieprogramm, was Energieforschungsprogramm, was 6 Jahre aufgelegt wird und das letzte 2014 bis 2020 waren für atomare Forschung, da ist die Kernfusion mit drin, also der größte Brocken ist natürlich der ITER, aber es ist eben auch die ganze vierte Generation Forschung drin, waren 5,3 Milliarden eingestellt und abgerufen. Und für alles andere an Energieforschung, was Erneuerbare, was Effizienz, was Netze, was aber auch moderne Kohlekraft und so weiter betrifft, waren 5,8 Milliarden. Ja, und wenn man sich das mal gegeneinander hält und dann, was du völlig richtig gesagt hast, Hans-Josef, guckt,
Was ist denn aus diesen Geldern geworden? Also was alles ist in diesen Jahren mit den 5,8 Milliarden an neuen Techniken entstanden und was ist aus den 5,3 Milliarden entstanden? ITER-Weiterbau jedes Jahr, jedes zweite Jahr haben wir es immer im Forschungshaushalt gehabt, Erhöhung der Gelder und vierte Generation. Ich glaube auch, es sind Luftschlösser. Ich habe mich aber tatsächlich wegen was anderem gemeldet und zwar genau wegen dieser Frage, geht es darum, sind das Luftschlösser oder geht es eigentlich um was anderes? Mir ist ehrlich gesagt immer nicht die relevante Frage, kommt das je oder kommt das nicht? Ich glaube auch nicht, dass Kernfusion kommt, ich glaube auch nicht, dass Transmutation kommt, aber wenn ich an die Bewertung der Technologie gehe, dann frage ich mich, wenn sie denn käme, würde ich sie dann haben wollen? Und da ist bei der Transmutation und auch beim Dual-Fluid-Reaktor, glaube ich, sind dieselben Bedingungen wie bei den Transmutationsprojekten insgesamt. Ich brauche trotzdem ein Endlager am Ende, weil ich kann nicht alles da durchschieben. Es bleibt immer ein Rest und ich habe immer das Problem der verglasten Abfälle. Also ich brauche ein geringer dimensioniertes Endlager. Zweitens, ich muss in der Nutzung der Atomkraft bleiben. Ja, wenn ich diese Reaktoren nutze oder auch wenn ich Transmutation, wie es Frankreich ja beabsichtigt, die ja keinen Atomausstieg wollen, dann brauche ich Reaktoren. Das heißt, ich produziere weiter Atomstrom, ich bleibe in diesem ganzen System drin. Und das sind die Fragen, die ich mir stelle, will ich das? Wir haben in Deutschland einen Ausstieg beschlossen, aus guten Gründen. Wir wollen diese Atomkraft nicht mehr. Wir wissen, dass es Alternativen gibt, die frei von Risiken sind, ja, für ein paar Fledermäuse und Vögel, auf die man ansonsten bei anderen Dingen auch nicht so wahnsinnig viel Rücksicht nimmt, Verkehr und Landwirtschaft und so weiter. Also ohne Risiko, haben wir gestern schon gehört, gibt es keine Technologie, ist auch völlig richtig, aber die Risiken sind ja nicht vergleichbar von Windrädern und von einem Atomkraftwerk. Also wir haben diesen Ausstieg. Will ich stattdessen jetzt um mir, ich habe vorhin gehört, das Hauptargument ist, ich brauche dann kein Endlager und ich nutze noch die Energie, die da drin unverbraucht ist in den Brennelementen. Die ist aber nur interessant, wenn ich weiterhin Brennelemente nutzen möchte. Und das Endlager steht als Argument dagegen, ich bleibe eben in der Nutzung der Atomkraft. Und da ist für mich, sorry, die Antwort völlig klar. Nein, ich will da nicht drin bleiben. Ich will da raus. Und deswegen will ich auch keine Transmutation und will auch keinen Dual-Fluid-Reaktor, so er denn je kommt. Bevor der Arm ganz schwer wird, da hinten der Herr darf kurz auch seine Frage stellen. Ich halte das Mikro. Marcel Rabold, mein Name. Ich möchte ein paar Anmerkungen machen. Zum einen zu dem Herr Block. Also es gibt in der Natur in Gabun einen natürlichen Reaktor. Also es gab diese Elemente auch schon in der Natur und die sind auch dort geblieben. Also es gab von der Natur einen natürlichen Reaktor und auch ein quasi Endlager. Und das hat die Natur geschafft und ich denke, wir kriegen das auch hin. Wenn es andere Länder hinkriegen, kriegen wir das auch hin. Zu dem Herr Fell möchte ich sagen, es ist schön, dass Sie die NASA verwendet haben. Die weist darauf hin, dass die Atomkraft 1,8 Millionen frühzeitige Tode verhindert hat. Zu dem Professor Dr. Kirchner möchte ich sagen, also Ihre Kritik da und alles da in allen Ehren, ich sehe, dass es dazu führt, dass jemand, der bei dem Forschungsprojekt in Belgien, in Myra, ein Forscher, der eben an dieser Transmutation beteiligt ist, dass der sagt, darauf hinweist, Forschung müsste frei sein. Und es kann nicht sein, dass ein Forscher ins Ausland gehen muss, um Forschung betreiben zu müssen und sagen muss, hier in meinem eigenen Land werde ich da angegangen und kann nicht frei forschen. Zu der Frau Kutting-Ulm möchte ich sagen, die Grünen waren ja auch zum Teil gegen die Gentechnik. Und die Gentechnik hat auch uns geholfen, dass wir heute Abend alle hier sitzen können. Die BioNTech, Pfizer, dieser Impfstoff, funktioniert mit Gentechnik und der hat auch dafür gesorgt, dass wir heute Abend hier sitzen können. Und man kann immer noch entscheiden, ob man die Technik dann nutzt, aber die Forschung, die sollte ermöglicht bleiben. Und ich finde, das ist kein rausgeschmissenes Geld, auch für
auch für Transplantation zu forschen. Das ist soweit. So, man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, deswegen glaube ich, ist ganz wichtig, dass man nicht alles kommentiert, aber ich bitte darum, Fragen jetzt zu stellen für die Nächsten, die jetzt drankommen und weniger eigene Anmerkungen, weil dann haben wir vielleicht auch noch die Chance, hier was zu beantworten. Der Herr im Roten hier vorne dran. Warten Sie noch kurz, bis das Mikro kommt. Mein Name ist Thomas Parkmann und ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema vierte Generation, habe auch im Januar einen Vortrag gehalten zur vierten Generation und ihre Risiken und habe da die Prognose gestellt, dass wir innerhalb dieses Jahres den ersten vierten Generationsreaktor am Laufen haben. Dieser Fall ist jetzt eingetreten und zwar am 13. September, das ist gerade Sonntag vor 6 Tage zurück, und da ist in China der HTRPM, der erste Reaktor von 2 Blöcken, wirklich aktiv geworden, und damit geht eigentlich das ganze Gedöns wieder los. Wir leben alle nicht hier auf einer Insel der Seligen, wie Sie es dargestellt haben, in Deutschland. Ich kann Ihnen, Ihren Argumenten, Herrn Fell, vollkommen folgen, aber außenrum wird Kernkraft weiter propagiert und wird weiter entwickelt und auch aufgebaut. Polen plant Kugelhaufreaktoren an der deutschen Grenze und schon seit April 2011. Es gibt x Kooperationen der chinesischen Nationalen Nuklear Corporation mit Saudi-Arabien, Indonesien, Japan, USA, Russland und so weiter, haben Interesse dran. Und jetzt frage ich mich, müssen wir damit rechnen, dass praktisch dann demnächst an der deutschen Grenze 4, 5 solche Reaktoren dann entstehen? Das ist nämlich nicht so, wie Sie das gestellt haben, dass das 2005 oder so losgeht, sondern das kann, wenn jetzt die Zulassung, wenn die jetzt richtig ans Netz gehen, dann ist im Prinzip dann ist es praktisch das Gerenn gelaufen und die können dann anfangen, die Sachen zu exportieren. Dann nehmen wir doch eine Frage mit auf. Entschuldigung, gerade der Herr hinten dran. Da, ja, wunderbar. Ich halte es mir. Also, Dankeschön. Einen kleinen Satz nur zur Unterstützung an Hans-Josef Fjell. Wenn Sie auch meine Unterstützung nicht brauchen, in 10, 15 Jahren über den Tisch sozusagen, wurde die Atomindustrie in Frankreich zum Leben gemacht. Ja? Also die heute, die Produktion von 75% Strom, Nuklearstrom produziert. Sie fragten vom politischen Willen. Ja, der politische Wille gab es. Ich bin kein Anhänger von de Gaulle. Aber es existierte. Also ist das noch mal möglich und vielleicht sogar weltweit. Jetzt die Frage, und dann kommen wir wieder zum Lobbyismus von gestern Abend. Vielleicht muss man mal die ganze Bürgerschaft sich zu lobbyieren, dass die Politiker sich umschalten können und auch das Energiesystem. So, gut, dann kommen wir mal zur Frage, ob wir jetzt vierte Generation von Reaktoren bald vor der Haustür haben. Herr Kirchner, wie sehen Sie denn das danach? Ja, ich kann mir kurz die Frage mal beantworten, damit wir eine Frage beantwortet haben, weil sonst baut sich immer etwas weiter auf. Deswegen, ja, kommen hoffentlich alle noch dran. Teilweise ist das so ein bisschen so ein Déjà-vu-Erlebnis. In den 70er Jahren war das Argument, dass wir unbedingt selbst schnelle Brüter entwickeln und betreiben müssen, weil wir, wenn wir darauf verzichten würden, die technologische Konkurrenzfähigkeit global verlieren würden. Sozusagen. Erstens. Zweitens, nach dem, was ich Ihnen dargestellt habe, wie lange die Entwicklungs- und tatsächlich Phasen sind, bis man wirklich Betriebserfahrungen hat, dass das vielleicht mal ökonomisch konkurrenzfähig ist, was es ja derzeit nicht ist, sozusagen, das wird eher Jahrzehnte als Jahre benötigen. Drittens,
Die Frage, was in China passiert, ist doch völlig entkoppelt davon, der politischen, sozialen, gesellschaftlichen Entscheidung, die wir heute möglichst schnell treffen wollen. Wie gehen wir mit der Tatsache um, dass wir vielleicht noch 10 Jahre Zeit haben, um unser gesamtes Energieversorgungssystem absolut umzubauen? Nehmen wir das, was wir haben, nehmen wir das, was wir wissen, was funktioniert, investieren wir Geld, was wir verdammt nötig brauchen für diesen brutalen Umbau, investieren wir Geld in Hoffnungswerte sozusagen, oder aber, wie sagte, was entscheidet die Gesellschaft, wie sie sich dieser Aufgabe stellen will? Und damit wird automatisch auch die Frage entschieden, sozusagen, ob es irgendwo noch ein Potenzial geben wird für Fancy Reactors, die heute nicht entstehen, die auf der gerne versprochen werden. Und noch ein allerletzter Punkt, und dann bin ich auch ruhig für heute, sozusagen, der Verzicht auf ein Endlager, der versprochen wird, ist irreal. Egal welchen Reaktortyp Sie immer nehmen, das Versprechen funktioniert nur auf der Basis dessen, was ich Ihnen dargestellt habe, auf diesem Absurdistan, dass man vergleicht, wie viele Menschen, wenn man den Atommüll ihnen in die Nahrung mischt, umkommen. Das ist die einzige wissenschaftliche Basis für die Behauptung, egal welches Reaktorkonzept, die einzige, wissenschaftlich würde ich es nicht nennen mögen, die einzige Basis dafür, sozusagen überhaupt zu dieser Schlussfolgerung zu kommen. Gehen Sie mal zu Leuten, die sich seit Jahrzehnten mit Endlager-Sicherheitsforschung beschäftigen. Die kriegen Schaum vorm Mund, wenn sie damit konfrontiert werden. Danke. Ja, es gibt wie in China ganz wenige einzelne neue Reaktoren. Alle atombombengetrieben, so wie Hinkley Point in Großbritannien, welches von der EU eine Einspeisevergütung genehmigt bekommen hat, die 3-mal höher als für Windkraft und Solarenergie ist. Und da macht die EU-Kommission immer massiven Druck, ob die überhaupt so hoch sein darf bei Solar- und Windenergie. Der einzige Grund, und diese Einspeisevergütung wird aus Steuergeldern bezahlt, das war eben noch vor dem Brexit, diese Entscheidung. Der einzige Grund ist, und das können Sie an der Universität Sussex sehr schön nachvollziehen, die Briten brauchen für ihre Atom-U-Boote eine neue Waffenmaterialgrundlage. Das ist die Grundlage hinter Hinkley Point, nichts anderes. Und diese Atombombenfragen sind es überall in der Welt. Wenn man es aus Energiefragen betrachtet, bin ich mir ganz sicher, dass es keinen neuen Reaktor mehr gibt, weil alle diese Reaktorkonzepte viel, viel zu teuer sind. Das können Sie beispielsweise mal an den Wünschen in Tschechien mit Dukovany nachvollziehen. Seit etwa 6-7 Jahren versuchen die, eine Ausschreibung hinzubekommen. Und haben es bis heute nicht einmal eine Ausschreibung für einen Reaktor geschafft. Und das ist ein Dauerthema im tschechischen Parlament und überall. Und das liegt einfach daran, das ist so teuer, dass irgendjemand, der die Ausschreibung haben will, garantiert bekommen haben will, dass es der tschechische Staat bezahlt. Nur der kann das nicht mit seiner überhöhten Verschuldung. Weil das viel zu teuer ist, um Energie aus dem Atomreaktor zu machen im Vergleich zu Solar- und Windenergie. Ich gebe Ihnen zu, dass die Regierung in Tschechien das auch nicht weiß. Ich war mit der Wirtschaftsministerin in Tschechien zusammen, habe ihr gesagt, Atom ist viel teurer gegen Solar und Wind. Im Podium danach, 5 Minuten später, hat sie gesagt, die Atomenergie ist die billigste Art der Energieerzeugung. Völlig falsch. Die hat keine Ahnung. Sie wissen nicht, was in der Welt wirklich los ist mit Kosten. Ja, dann gucken Sie doch nach Flamanville, wie lange dieser Reaktor schon im Bau ist und was der für dreifache Preissteigerungen hat. Glauben Sie denn, mit einer vierten Generation wird jemals ein geplanter Investitionsstock, den man angenommen hat, eingehalten? Das gab es in der Atomenergie noch nie. Es war immer viel, viel teurer.
Also hören Sie auf mit diesen Luftschlössern überall. Ja, bombengetrieben wird es einzelne Reaktoren geben. Und das ist der Grund, weshalb die Saudis einen Atomreaktor haben wollen, weshalb die in Abu Dhabi einen und anderswo. Das ist der einzige Grund, warum die bauen. So. Und da sage ich Ihnen noch eines. Das ist für mich das schlimmste Szenario und das hat hier auch was mit KIT zu tun. Dass Pakistan eine Atombombe hat, hängt auch damit zusammen, dass Know-how dorthin geflossen ist. Und was heute dann damit passieren kann, mit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan, jetzt haben sie ein sicheres Land, in dem sie ihre furchtbare Terroristenmacht ausüben können. Die haben nicht viel anderes im Blick, als schnell nach Pakistan die Macht ergreifen und dann haben sie die Bombe, die Atombombe. Mir ist das ein Schreckensszenario mit dieser Atomenergie. Hören wir endlich auf, das irgendwie als Heiztreiber oder sonst was anzunehmen. So, jetzt geben wir noch Herr Lewitz die Möglichkeit, dazu was zu sagen. Und ich bitte all die, die noch etwas sagen wollen, kurz die Hand zu heben. Da habe ich mal einen Überblick ungefähr. Aber Herr Lewitz, Sie dürfen schon loslegen. Gut, danke. Also, Generation 4 weltweit. Also ich denke, man sowohl die klassische Leichtwasserreaktortechnologie wird weltweit gebaut, das sieht man, als auch Generation 4 kommt ja immer mehr. In Deutschland können die Grünen und die Freunde entsprechend die Anti-Atom-Bewegung, sagen wir mal, die kann ihren Erfolg jetzt feiern, okay? Das sieht so danach aus. So, weltweit findet da was anderes statt. Die Franzosen sind jetzt leider nicht so gut, das sagte ich der Kollegin auch gestern schon, aber die Russen sind ziemlich gut. Die haben in China verkauft, die haben in Indien verkauft, jetzt Türkei, Ägypten, ich glaube Bangladesch auch noch, Weißrussland ist in Betrieb gegangen, die Koreaner haben in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Terminplan und im Budgetrahmen die Blöcke errichtet, also davon ist, ne? Das sind konventionell, also die Kerntechnik geht nicht zu Ende. Und wenn ich Generation 4 nehme, sind die Chinesen dabei, auch die Inder sind dabei, das hatte ich gesagt, die Russen, es sind also diverse dabei. Ich will die nicht alle aufzählen. Ja? Tatsache ist, das findet weiter statt. So, das findet weiter statt. Und ganz kurz auf die Bemerkung von Silvia Kotting-Uhl, die Glaskokillen, also um das nochmal zu sagen, weil das auch im Bundestag verschiedene Redner schon gesagt haben. Die Glaskokillen vom Konzept sind da drin, die werden vergleichbar zu Brennelementen eingespeist, klein gemöllert und chloriert und in den Prozess eingespeist und dann wie die Spaltprodukte, die aus den Brennelementen direkt kommen, werden die dort an der Stelle transmutiert dann im Reaktorkern. Das Brennelement muss ja klein gemacht werden und zermahlen und mit Tetrachlorkohlenstoff verbrannt werden, um die Chloride herzustellen. Und das Gleiche macht man mit dem Glas. Man malt das klein und verbrennt es mit Tetrachlorkohlenstoff. Und dann kann man das sortieren nach Element und kann es wie die anderen Stoffe in den Reaktorkern einspeisen. Also nur mal, weil ich weiß nicht, mit wem ich noch, ach, das sagte auch der Herr Karnitz, der sagte das auch. Ich musste ihm das auch nochmal sagen. Also, Bisschen ruhiger. Ich bitte einfach darum, auch wenn es jetzt Diskussionen gibt, ein bisschen ruhiger, damit wir zuhören können oder die zuhören möchten, zuhören können. Bitte, Herrn Lewitz. Und in der politischen Bewertung sind wir uns ja lange einig, dass wir nicht einig sind. Da habe ich auch kein Problem, weil sonst würde es ja kein politisches Geschäft geben, wenn es nicht verschiedene Meinungen gäbe. Das ist ja ganz normal. Ich bin ja nur hier, um quasi Inhalte zu transportieren und dafür Fragen entgegenzunehmen. Okay, und deshalb habe ich das nochmal gesagt, weil das scheinbar nicht bekannt ist in den meisten Fällen, ja? Dass auch das die Glaskokillen dann weg sind. Deshalb war mir es nochmal wichtig, das zu sagen. Okay. Gut, einen Faktencheck habe ich jetzt als Moderator leider nicht, aber wir haben hier vorne noch Fragen. Gerade hier vorne. Ja, die Anmerkung kurz bitte, damit die Fragen noch drankommen. Ich halte das Mikro für Sie. Okay. Also, mein Name ist Bettina Weibel. Ich habe eine Anmerkung zu der Brennelementefabrik in Lingen. Also, es wurde ja vorhin bei Hans Fell schon mal kurz angesprochen, aber ich möchte eine Ergänzung dazu machen. Und zwar, es ist ja geplant, dass die russische Rosatom dort mit einsteigt. Das Investitionsprüfverfahren läuft, was aber nicht so bekannt ist, dass das Polonium, das Litvinenko vergiftet hat, dass das von dieser selben Firma kommt, das ist die TWEL und die betreibt den Standort Mayak und dieses Polonium kommt aus Mayak. Also wenn das Bundeswirtschaftsministerium, Altmaier mal wieder, das positiv bescheidet, was vielleicht
sogar noch jetzt eventuell möglich sein könnte vor dem Regierungswechsel. Wir laden uns unglaubliche Souveränitäts- und Sicherheitsfragen auf, wenn das Realität wird. Also das wäre eine absolute Katastrophe. Das ist der eine Punkt. Und das andere, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass bei den SMR, was Thomas Partmann vorhin angesprochen hat, dass eben das KIT hier und das Joint Research Center hier, dass die intensiv in die Lizenzierung eingebunden sind. Die arbeiten daran, das KIT an praktischen Versuchen und das Joint Research Center dann an den Auswertungen. Es werden Lizenzierungen gemacht, um die SMR zu ermöglichen. Und das passiert hier in Karlsruhe. Und das muss einfach auch viel mehr in den Fokus und es muss viel mehr im Bewusstsein der Menschen sein, dass es verhindert wird. So, vielen Dank. Nochmal die Hände bitte hoch, wer sich noch gemeldet hatte. Okay, dann haben wir hier den jungen Mann und die zwei Damen da und dann und Sie noch. Danke. Alle kriegen wir nicht dran und die sich vorhin schon öfters gemeldet. Ich bitte jetzt einfach kurz abzuwarten, wir haben eine Meldung. Ich hätte kurz drei Fragen an Herrn Kirchner. Und zwar erstens geht es um den Grenzwert, den Sie vorhin ja hier beschrieben hatten. Da wollte ich fragen, haben Sie da einen Alternativvorschlag, was für einen Grenzwert man alternativ setzen könnte und wie weit würde das die Endlagerzeit verlängern? Das zweite wäre bezüglich des Endlagers auch, und zwar, soweit ich weiß, soweit ich Partitionierung und Transmutation verstanden habe, fallen dabei viel mehr Spaltprodukte an. Da wollte ich einfach fragen, inwiefern mehr Endlagerplatz gebraucht wird, weil Spaltprodukte, die ja auch in den ersten Jahrhunderten sehr hitzeentwickelnd sind, zunehmen. Weil das mit der Transmutation von Spaltprodukten war mir jetzt tatsächlich neu, was Sie sagten. Ich dachte, da werden immer langlebige Aktinide gebrütet quasi. Und das Dritte war, es hatten Sie auch gesagt mit dem Plutonium, das ja im Reaktor Brennplutonium statt waffenfähigen Plutonium benutzt wird. Und da wollte ich auch Herrn Kirchner fragen, das wusste ich jetzt noch nicht, dass es da so einen Unterschied gibt. Ich dachte eigentlich, alles Plutonium, was gebrütet wird, wäre auch waffenfähig oder zumindest schnell waffenfähig machbar. Wir machen kurz die anderen Personen noch da, in der Mitte, genau. Okay, zwei meiner Fragen gehen an Herrn Lewitz. Die eine ist eigentlich eher eine Aufforderung. Herr Lewitz, Sie treten ja ganz oft auf und sagen, das beste Endlager sei eins, das man nicht bräuchte. Nach allem, was Herr Kirchner nun gesagt hat, können Sie damit nicht mehr punkten. Also da würde ich Sie doch auffordern, diesen Satz nicht mehr zu sagen, weil Sie die Endlagersuche damit diskreditieren. Ja, wir brauchen ein Endlager. Oder wenn es so lange dauert, bis man das abreichern kann, was machen Sie dann mit der Zwischenlagerung, die ja ein Riesenproblem ist? Also, diese Frage, wir brauchen kein Endlager, dürfen Sie eigentlich nicht mehr unters Volk bringen. Das Zweite ist, Sie haben gerade gesagt, Russland sei sehr erfolgreich darin, Kernkraftwerke zu exportieren. Eine vielleicht polemische Frage, exportieren die auch Endlagerkonzepte? Gleich mal mit, also die Entsorgung, das ist ja ein Problem, was vorher aufgetreten ist. Und dann habe ich eine Frage an Sie, Herr Fell, ist aber wirklich eine Frage, weil ich nicht weiß, ob das wirklich funktioniert. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, erneuerbare Energien weltweit bis 2030, also das sind 18 Jahre, ich würde es mir wünschen, aber ist das realistisch, wenn ich sehe, welche Anstrengungen Deutschland unternimmt und wir sind ja schon relativ weit. Es ist nicht leicht und andere Länder sind ja noch nicht mal aufgebrochen. Also kriegen wir das wirklich hin und was bräuchte es dazu? Danke. Ja, vielen Dank. Sie sehen schon die großen Schweißperlen beim Moderator aufgrund der fortgeschrittenen Zeit. Der Herr da hinten mit der Maske und dann die Dame am Kopfende des zweiten Tisches. Ja, guten Tag, mein Name ist Carsten Nitschin, ich bin Wissenschaftler am KIT. Ich hätte auch zwei Fragen, eine an Herrn Fell. Sie meinten auch, die erneuerbaren Energien bis 2030 sind machbar. Ein wesentlicher Bestandteil ist dort ja die Speicherung. Können Sie da vielleicht ein, zwei Worte zu sagen? Und an Herrn Lewitz hätte ich die Frage, so ein Start-up-Unternehmen, das ein ganz neues Konzept
anpreist. Wie viel Manpower steckt bei Ihnen hinter und haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, welches Strukturmaterial Sie bei 1000 Grad benutzen könnten? Ja. Danke. Ja. So, die Dame noch da hinten. Wir hatten, genau, die nehmen wir noch dran, das ist jetzt eine Fragestellung. Und dann gehen wir hier vorne nochmal hin und dann probieren wir das in aller Kürze und Schnelle und trotzdem Detailtiefe noch hinzubekommen. Bei mir geht es auch ganz kurz. Marie Deschner von der Buzo. Vorhin haben wir im Film gesehen, Wilhelm Knoblauch, ein Ehrenmitglied von der Buzo. Ich möchte nur darauf hinweisen, wir haben eine Ausstellung geplant und die wird anfangen am 8. Oktober. Entschuldigung. Es gibt einen Flyer dazu, wenn es interessiert. Es geht nicht nur um Atomkraft, aber eben, wie gesagt, auch um Atomkraft. 50 Jahre Buzo, eine Ausstellung. Danke. Ja, dann vielen Dank. Der Flyer liegt irgendwo raus, oder? Der Flyer liegt auch auf dem grünen Tisch aus. Also alle, die gehen, dürfen gerne den Flyer auch mitnehmen. So, jetzt geht's hier nochmal an unser Podium. Die Fragen sind klar. Wer möchte anfangen? Herr Kirchner, fangen Sie bitte an. Dann habe ich es hinter mir. Ja, als Beamter ist man froh, wenn man nicht mehr arbeiten muss. Entschuldigen Sie zu Ihrer Frage. Ich habe mich da nicht klar genug ausgedrückt. Mir geht es nicht um irgendeinen Grenzwert, sondern mir geht es darum, dass es doch nicht wahr sein kann, dass so eine Gaga-Vorstellung, man verteilt den Menschen den Atommüll mit der Nahrung und guckt, wie viel davon tot umfallen, dass das die einzige Grundlage und Basis dafür sein soll, für eine Entscheidung darüber, ob man bei bestimmten Reaktorkonzepten ein Endlager benötigt oder nicht. Sozusagen. So, das ist übrigens ein Modell, dieses mit dieser Nahrung, ne? Das ist ein Modell, was aus den 60er Jahren stammt. Sozusagen, gut. Was damals das war, weil damals gab es das Instrumentarium für standortspezifische und unabhängige Langzeitsicherheitsanalysen noch nicht. Das ist erst Ende der 70er Jahre aufgebaut worden, unter anderem in Deutschland mit dem Projekt PSE, Projekt Sicherheitsstudienentsorgung. Sozusagen, oh, da war das damals sozusagen so eine Krücke. Wir haben jetzt überall die Möglichkeiten für jedes Wirtsgestein, für jede sozusagen, oh, für jede Abfallkonfiguration, für alle Annahmen über Auslaugraten etc. sozusagen haben wir die Möglichkeit, das Instrumentarium, solche Sicherheitsanalysen durchzuführen. Deshalb habe ich ja genau meine letzte Folie gezeigt, selbst wenn das nicht so wäre, ich nehme Ihren Ball mal auf, dann können wir das doch nicht durch nur so eine Gaga-Vorstellung ersetzen, sozusagen, und dann zu sagen, ne, dass ich einfach den Atommüll demokratisch durch die UN an die gesamte Weltbevölkerung mit der Nahrung verteile. So, das kann doch keine, ich meine, machen wir uns doch wissenschaftlich nicht schlechter in der Kerntechnik und im Strahlenschutz, als wir sind. Das kann doch nicht wirklich unsere heutige rationale Basis sein für Entscheidungen. So, das ist mein Punkt. Die zweite Frage, Sie können grundsätzlich mit jedem Kernreaktor, solange Sie nicht durch den Nichtweiterverbreitungsvertrag überwacht werden, können Sie grundsätzlich mit jedem Reaktor Waffenplutonium erzeugen. Sozusagen, wenn ich die Aufgabe bekäme, machen würde, wäre, einen schnellen Brüter zu nehmen. Egal welchen, irgendein Reaktor mit einem schnellen Spektrum, sozusagen, da kriegen Sie aus dem Uran 238, also das ist das tollste Waffenplutonium, was Sie erzeugen können. Besser als mit jedem Candu-Reaktor, also Schwerwasserreaktor oder Leichtwasserreaktor. Oder gasgekühlten, CO2-gekühlten Reaktor, was historisch in allen Staaten im Osten und Westen jahrzehntelang gemacht worden ist. So, Herr Lewitz. Sie sind dran. Genau, ich fange mal erstmal mit den Strukturmaterialien an. Ist der Kollege noch da? Ja, okay, alles klar. Also, es ist geplant, entweder Refraktärmetalle oder heute Schwerpunkt auf silizidische, könnte später auch nitridische Materialien sein, also Siliziumkarbid. Da wird auch schon geforscht, es gibt verschiedene Einrichtungen, die daran forschen. Sie kriegen das auch am Markt zu kaufen. Es gibt da Qualitätsunterschiede, hier geht es um hochdichtes Siliziumkarbid. Das können Sie aber auch kriegen.
Und ein Kollege forscht auch gerade an einem 3D-Plotter dazu, mit dem das dann mit dem Plotter hergestellt wird. Dann haben Sie, da können Sie drüber lachen. Sie kennen die Plotter, die beim Mediamarkt rumstehen, von sowas rede ich nicht. Ich rede von einem, der durchaus auch Abmessungen hat von mehreren Metern, sonst funktioniert das nicht. Also entweder Refraktärmetalle, die sind teuer, die gibt es am Markt, oder Siliziumkarbid ist im Moment das gefragte Material. Und das würde sich auch selber im Reaktorkern annihilieren, so nennt das der, also ausheilen. Das heißt, diese Versprödungen, von denen wir gehört haben, die durch Neutronenbeschuss entstehen bei den hohen Temperaturen, heilt sich das selber. Ja? Ansonsten können wir auch gerne nochmal direkt nachher sprechen. Jetzt zu Frau Müller. Frau Müller, also Sie meinen, Herr Kirchner hätte gesagt, das funktioniert nicht. Ich habe ja nicht gesagt, dass man den Atommüll weltweit demokratisch verteilen soll, damit überall Dosis hinkommt. Ich habe gesagt, wir wandeln den Atommüll um in kurzlebige Stoffe, die dann maximal 300 Jahre gelagert werden müssen. Und dann sind sie unter die Grenzwerte und haben sie Stoffe, die als nicht radioaktive Stoffe gelten. Die sind dann so radioaktiv wie ich oder die Tische und Stühle hier im Raum vergleichbar, sage ich mal. Ja? Also ich habe da nicht draus gehört, also das... Keinesfalls überzeugt mich das. Herr Dr. Kirchner, Professor Kirchner sagt, das funktioniert als Mickey Maus jetzt nicht, weil er nicht dran glaubt. Aber, und ich weise Sie auch nochmal darauf hin, die anderen gerne auch, es gibt den Nudest-Bericht, der wurde vom BMWI mal finanziert für 100 und paar 1000 Euro. Projektträger war GRS und hat den freigegeben. Ich schicke Ihnen gerne mal den Link dazu. Da ging es nur um Partitionierung, aber es wurde am Ende auch die Transmutation mit behandelt. Ja? Und das heißt, das steht auch da schon mit drin. So, und jetzt geht es darum, weiter zu forschen und die Fragen auch zu den Materialien, die der Herr da hinten fragte, im Labor zu untersuchen. Ja, ja, also dass das Endlager geht nicht, tut mir leid. Also da müssen wir vielleicht nochmal privat sprechen nachher. Das Ja. Was Herr Kirchner gesagt hat, heißt, wir brauchen natürlich ein Endlager. Also für die Putzlumpen und Ionentauscher, Harze und die Kobalt-60 aktivierten Stähle brauchen wir ein Endlager. Ja? Oder wir machen ein Langzeitoberflächenabklinglager, das ginge auch. Aber für kernbrennstoffhaltige Abfälle, wärmeentwickelnde Abfälle brauchen wir kein Endlager. Entschuldigung, also da trenne ich ganz klar. Ja? Und die zweite Frage noch, Russland exportiert... Aber macht kein Endlager, sage ich mal ganz salopp und frech jetzt, das machen wir doch gerne. Ich meine, die Nische füllen wir doch jetzt gerne aus, wenn das Ding entwickelt ist. Wiederum falsch verstanden. Wenn Sie sagen, Russland ist erfolgreich, wenn es Kernkraftwerke exportiert, dann müsste es auch die Entsorgung mit exportieren. Okay, alles klar. Also Russland macht seine Verträge weltweit so, dass sie den Brennstoff liefern und wieder zurücknehmen. Okay, so. Ja. Und was Sie dann damit machen, das ist dann deren Problem. Da sagen Sie, wir haben Zeit dafür. Aber ist das jetzt, also so ist es bei Russen geregelt. Ich bin ja jetzt nicht der Entsorgungsexperte bei Russen. Das ist die Twel, von der schon hier die Rede war. Und gerne würde ich die auch beraten. Ich habe auch, einer meiner Kunden ist eine Tochter von Rosatom. Ich habe jetzt im Juni gerade einen Prozess gewonnen, weil Rechnungen nicht bezahlt waren. Also jetzt kann ich wieder mit denen arbeiten. Das mache ich auch. Die Kollegen sind nett in Deutschland. Verstehen Sie, aber ich mache nicht die Politik in Russland. Also ist das jetzt beantwortet? Wir lassen es so stehen. Das bringt jetzt auch nichts, eine Diskussion aufzubauen. Dann Hans-Josef Fell, bitte. Ja, es sind eine ganze Menge von Diskussionspunkten noch nicht wirklich beleuchtet. Also vorhin hatten wir einen Beitrag, dass die NASA vorgerechnet hätte, wie viele tausende Tote durch Kernenergie vermieden worden wären. Also sowas Absurdes. Wenn ich nach Tschernobyl, Fukushima, an die Atombomben und sonst was alles denke. Aber vor allem, ich will nur noch mal erinnern, heute gibt es in der Ukraine 1,1 Millionen Strahlenopfer aktuell, darunter viele Kinder, die staatlich anerkannt sind als Strahlenopfer von der ukrainischen Regierung. Das sind die Folgelasten eines Unfalls vor 30 Jahren. Von wegen. Keine Gesundheitsprobleme oder sonst was. Das nur mal nebenbei. Die Frage aber, ob denn diese ganze vierte Generation oder anderes kommen wird oder weitere Atomreaktoren, Pläne haben wir Unmengen, das wissen wir.
Realisierungen davon gibt es fast keine. Doch ein paar ganz wenige. Sind teuer. Dieser eine SMR-Reaktor, den Sie jetzt nach Sibirien von Rosatom haben hinschleppen lassen, macht 30 Mal teurer den Strom als dort ein Windrad am gleichen Ort. 30 Mal teurer. Und übrigens, weil der Herr mich fragte, wie macht man denn dann in Sibirien die Speicherung? Der Wind weht ja wohl nicht immer und auch in Deutschland nicht. Unsere Studie zeigt gleich auf, ich kann sie Ihnen nur ans Herz legen, ist überhaupt kein Thema. Die Technologien sind alle da und es ist kostengünstig, heute mit einer Vielfalt aus Speichertechnologien, Erzeugungstechnologien, Anwendungstechnologien. Wir haben über 20 Technologien in unserem Studie simuliert. Wir können auch in Deutschland in der dunkelflauten Zeit im Winter vollständig unseren Energiebedarf nur aus Erneuerbaren decken und zwar ökonomisch vorteilhaft. Und das ist der entscheidende Punkt. Ökonomisch vorteilhaft gegenüber dem fossilen und atomaren System. Warum kommt denn Tschechien nicht in die Gänge mit einem neuen Ausschreibung? Weil sie es nicht bezahlen können. Und was ein Reaktor für eine Reaktor der vierten Generation für Stromerzeugungskosten hat, steht doch irgendwo in den Sternen. Nur eines ist klar, es wird bestimmt nicht so billig wie ein Solar- und ein Windrad. Es wird wesentlich teurer. Und wenn Sie nicht glauben, die billigen Leichtwasserreaktoren sind heute konkurrenzunfähig, sogar die Bestandsreaktoren im Betrieb mit dem Neubau von Erneuerbaren. In den USA werden in diesem Jahr 6 Atomkraftwerke abgeschaltet, übrigens auch eine ganze Menge Kohlekraftwerke abgeschaltet, weil die Chefs der Energieversorger sagen, die sind uns zu teuer geworden. Wir können mit Sonne, Wind und Batterien das viel billiger und sicherer machen. So, vielen Dank. Ich glaube, wir können die Diskussion noch weiterführen. Es ist keine gute Auszeichnung für einen Moderator, wenn die Zeit schon so weit vorangeschritten ist. Aber es war eine lebhafte Diskussion, eine energiegeladene Diskussion, eine spannende Diskussion heute Abend. Vielleicht kann man die ja noch nachher zu späterer Minute und Stunde weiter fortführen. Und ich glaube auch sicherlich gibt es da noch die ein oder andere Meinung, die aufeinander prallen und treffen könnte. Aber ich glaube, das war schon sehr spannend. Herr Dr. Kirchner, vielen Dank. Herrn Zuseffel, vielen Dank. Herr Lewitz, vielen Dank, dass Sie auch Rede und Antwort gestanden haben heute. Und auch allen, die sich rege beteiligt haben an der Diskussion. Sie dürfen gerne auch wieder an den Platz gehen. Es gibt nämlich jetzt so einen Punkt, der mir übertragen worden ist, zwischen den Punkten, der nicht auf der Tagesordnung steht. Deswegen übernehme ich den jetzt nämlich auch einmal für mich. Und zwar soll ich ein bisschen was sagen, weil ich jetzt auch ein paar Jahre dabei war bei den Atomtagen. Und zwar zu den Atomtagen selbst und zu dir, liebe Silvia. Um dich geht es nämlich auch in dem Bereich. Ich mache jetzt nicht das, was auch noch kommen wird am 8. Oktober, nämlich, das ist auch ein bisschen die Werbung dafür. Um 19:30 Uhr dürfen Sie alle gerne kommen. Ich hoffe mal, dass es gibt keine große Platzbegrenzung. Da müsste der Kreisvorstand jetzt kurz einhaken. Aber da geht es darum, dass wir auch die Silvia aus ihrem Mandat verabschieden werden in das Private. Du hast auch schon so ein schönes Interview in der BNN dazu gegeben. Es ist nämlich nicht die einzige Ära, die sich dem Ende neigt, neben der Kanzlerschaft von Angela Merkel, mit der du ja begonnen hast mit ihrer Kanzlerschaft. Mit ihrer Kanzlerschaft endest du jetzt in dem Fall. Das mache ich jetzt nicht. Du hast nämlich große Erfolge auf diesem Weg erzielt. Da ist natürlich einmal das Standortauswahlgesetz. Was mich am meisten beeindruckt hat, ich habe es ja irgendwie mitbekommen, aber wenn man das dann nochmal so sich vergegenwärtigt insgesamt, das glaube ich, es gibt auch ein paar Bilder, gell, bevor ich da nämlich jetzt gerade so ein blaues Licht sehe. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, ist nämlich das Asse-Gesetz. Auch wenn man das nochmal schaut, da ist nämlich die Möglichkeit aus der Opposition dann doch Einfluss zu nehmen in Regierungspolitik, in dem, was bei uns im Land passiert, ganz groß. Da gibt es nämlich einen schönen Artikel, der übertitelt wurde, ist mit Frauen machen den Männern vor, wie Politik geht. Das fand ich ganz spannend, auch mit Ute Vogt, die noch auf dem Bild war und weiteren Frauen, die da aktiv waren. Und du warst jetzt auch nach der Atomkatastrophe in Japan 12-mal vor Ort, warst auf mehreren Vortragsreisen, wie kann erfolgreicher Protest gelingen, wie ein Atomausstieg. Ich hatte schon erwähnt, trotz allem, man ist natürlich ein politischer Mensch, aber du hast es in der BNN gesagt, ich werde wieder Privatöko, das ist auch ganz spannend. Vielleicht ist das ja auch hoffentlich keine Antwort auf die Frage, die vorhin von Herrn Lewitz kam, ob das die letzten Atomtage sind. Ich habe mich heute noch mal auf die Homepage geguckt,
der Atomtage. Und da steht ja sonst eigentlich Atomkraft Forever. Das war der große Titel. Vielleicht hat jemand sich verschrieben oder vielleicht ein versteckter Hinweis. Da stand Atomtage Forever heute auf der Webseite. Vielleicht kann man die ja fortführen in anderer Art und Weise. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall wünschenswert, nämlich die Atomtage haben jetzt zum 6. Mal stattgefunden, bis auf letztes Jahr. Ich glaube, das war schon eine ziemlich große Auszeichnung seit 2015. Ein Forum mit bundesweiter Strahlkraft für Austausch zwischen Politik, NGOs, Wirtschaft, Wissenschaft und stets diskussionsfreudigem Publikum. Das hat man heute auch nochmal gemerkt. Das ist die Selbstbetitelung auf der Website. Aber ich glaube, das muss man gar nicht sich selbst beschreiben, sondern das trifft es absolut zu, weil ich habe in den letzten 6 Jahren kein anderes Forum in dem Art und Weise erlebt, wo wirklich eine Diskussion zu einem Thema so konzentriert zusammengekommen ist. Deswegen gebührt dir der Dank dafür, für den Einsatz, für die vielen Stunden, die da rein investiert hast, nicht nur hier in die Atomtage, sondern natürlich insgesamt in das Thema Atomkraft. Und wir hoffen, dass du privat Öko sein kannst, dass du aber weiterhin auch dem Thema Atomkraft und Erneuerbaren in irgendeiner Art und Weise, das hast du auch in verschiedenen Interviews schon gesagt, dass du da gerne weiter dran arbeiten wollen würdest. Wir sind uns sicher, dass du das weiterhin machen wirst. Aber wie gesagt, ich glaube, gleich kommt sicherlich noch ein großer Applaus und werden dir noch viele andere, zumindest habe ich eine Person, die dir noch danken will, habe ich schon mitbekommen, für diese Atomtage. Ich habe meinen kleinen Teil dazu beigetragen, bin auch ganz froh darüber, dass wir mit dir jemanden hatten, der das so nach vorne rangetrieben hat. Von daher vielen Dank. Waren tolle 6 Atomtage. Mal schauen, was für die Zukunft kommt. Aber jetzt erstmal vielen Dank, liebe Silvia. Und es gibt auch noch ein Geschenk, was der David dir überreicht. Applaus